Kurzer Disclaimer zur Tonsituation. Ich habe leider vergessen, meinen Windpuschel aufs Mikrofon zu machen. Das heißt, das Ganze geht anderthalb Stunden. Eine Stunde lang ist immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Windgeräusch zu hören. Ja, das ist natürlich nicht schön. Ich kann das leider hinterher nicht digital noch rausholen. Man versteht mich durchgehend. Wen es nervt, habe ich vollstes Verständnis dafür. Dann, wie gesagt, tut mir leid, dann halt einfach nicht weiter angucken und was anderes angucken oder sonst was machen. Ja, das ist blöd, aber ärgert mich auch. Aber ja, kann ich, wie gesagt, nicht mehr ändern. Wollte es trotzdem veröffentlichen und ab ungefähr einer Stunde ist dann der Ton auch in Ordnung. So, also trotzdem viel Spaß und Dankeschön fürs Tolerieren. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hoffe, ich habe hier ein schönes Plätzchen gefunden. Ich glaube schon. Und wir machen ein bisschen Waldfragestunde. Ich habe nämlich einen ziemlich umfangreichen Kommentar bekommen mit vielen Fragen zum Wald, auf die wir mal ein bisschen eingehen können. Das greift dann so ein klein wenig meine allmonatliche Livestream-Waldfragestunde ein bisschen vor. Aber ich habe gerade Lust und da sind schon einige interessante Themen in der Mail drin, über die wir so selten bis gar nicht gesprochen haben. Was heißt in der Mail? Das ist ein Kommentar. Ich blende ihn euch ein. Und ja, möchte vielleicht auch noch mal kurz erinnern, wer auch noch Fragen hat, selbstverständlich schreibt sie immer gerne in die Kommentare. Ja, gar kein Thema. Und wenn mir die Frage gefällt und ich dazu gerade spontan Lust habe, was zu erzählen, dann läuft das auch sehr schnell. Zum Beispiel der Kommentar hier, der ist noch sehr frisch. Von wann ist denn der? Ich glaube, der ist ein paar Stunden alt. 14 Stunden ist er jetzt alt, laut Telefon. Und wir haben, wie gesagt, manchmal geht es sehr flott. In anderen Fällen dauert es erheblich länger und in manchen Fällen vergesse ich es dann wahrscheinlich auch wieder, bis es dann mal irgendwie dazu kommt. Aber ja, die Chance hat jeder, dass mal irgendwann die Frage drankommt. Und ansonsten kann ich wirklich gerne nochmal auf meinen Livestream immer am letzten Mittwoch des Monats verweisen. Da gibt es dann halt eben auch die Möglichkeit, dann via Chat direkt in den Stream rein, ja, auch eine Frage zu stellen, die ich dann beantworte. Ich beantworte relativ viele Fragen im Laufe von so einem Livestream. Wer das also noch nicht gesehen hat und das interessant findet, da hat er ja vielleicht Lust und mag da vielleicht dran teilnehmen. Ne? Ist nur ein Angebot, selbstverständlich. Ja, keinerlei Zwang, nur wer Lust hat. Gut, das ist ein relativ langer Kommentar. Ich lese jetzt mal den Anfang einfach vor. Ich werde dann später vielleicht nur noch auszugsweise vorlesen. Das weiß ich jetzt selber noch nicht so genau. Aber ihr könnt es ja mitlesen. Ich blende es euch jeweils ein. Und dann sollte das einigermaßen funktionieren. Ich bin jetzt auch nicht der beste Vorleser vor dem Herrn. Also, Kommentar stammt von Rabbit Bert. Und ja, wie gesagt, legen wir einfach los. Vorweg, ich schaue begeistert Ihre Videos und Ihre ganz besondere Art, uns die Wälder näher zu bringen, den Wald näher zu bringen. Irgendwann auch mal war auch mal eins dabei über die richtige Holzernte und warum bestimmte Bäume raus müssen. Wäre es aber möglich, den unbedarften Wald ungebildeten, friedlichen Menschen zu erklären, warum Förster zum Straßenschutz gestatten, bis zu 10 Meter links und rechts der Straße abzuholzen? Ist das, weil Bäume einem Jahr auf das Autodach fallen oder weil Wurzeln in Asphalt brechen könnten? Ja, und vielleicht noch ein Stück weiter. Bei uns ist das im Nordschwarzwald in letzter Zeit in Mode gekommen, meiner Ansicht nach ein reiner Vorwand, um kilometerweise Holz zum Verkauf zu bekommen. Gut, soweit erstmal bis zu dieser Stelle. Na, im Nordschwarzwald hocke ich ja auch. Dementsprechend kenne ich diese Praxis. Ich habe leider jetzt auf die Schnelle kein Bild für euch. Ansonsten wäre das natürlich ganz lustig, wenn man da jetzt noch ein schönes Bildchen zum Einblenden hätte. Aber stellt euch halt einfach eine größere, mehr bis viel befahrene Straße mitten durchs Nirgendwo, durch den Wald halt vor. Und links und rechts von dieser Straße wird quasi auf tatsächlich so ungefähr 10 Meter Breite, das dürfte etwa hinkommen, der Wald radikal abrasiert sozusagen. Ja? Meistens sind das Maßnahmen, die auch schon durchaus bei recht kleinen Bäumchen gemacht werden. Da muss also jetzt gar nicht hiebsreifes Holz stehen. Also hiebsreif wäre dann halt eben ein alter Baum, sowas zwischen, je nach Baumart, 60 und 120 Jahre. In Ausnahmefällen auch mal noch älter, aber
das ist so der übliche Rahmen. Ne? Also wenn sie in dem Alter ungefähr sind, wenn sie eine gewisse Stärke erreicht haben, dann sind sie sowieso hiebsreif, dann würden sie unabhängig davon, wo sie stehen, wahrscheinlich relativ demnächst geerntet werden. So, aber diese Straßenfreischneidemaßnahmen, die finden halt unabhängig von der Baumgröße statt und dann halt häufig eben auch noch mit relativ jungen Bäumchen, die noch deutlich älter geworden wären, wenn man sie dann hätte stehen lassen wollen. So, und dafür gibt es praktische und rechtliche Gründe. Geld verdienen lässt sich damit so gut wie nicht, eben weil die Bäumchen, wenn sie da wegrasiert werden, meistens eben noch zu klein sind. Und das bedeutet, man kann bestenfalls Hackschnitzel draus machen und trotzdem ist der Arbeitsaufwand fürs Fällen, fürs Aufbereiten, für Transport und so weiter und so fort, da bleibt nicht wirklich viel Kohle übrig. Also wenn man da kostenneutral arbeitet, dann kann man schon glücklich und zufrieden sein. Wenn man noch ein kleines bisschen was dran gewinnt, dann ist auch schon fertig. Ja? Also viel mehr lässt sich damit tatsächlich nicht verdienen. Hackschnitzelpreise sind zwar zurzeit ziemlich gut, aber die Maßnahme finde ich jetzt nicht nur deswegen statt, weil halt gerade die Hackschnitzelpreise ziemlich gut sind, im Vergleich zu auch schon, sondern die findet einfach statt, weil es halt dann langfristig auch geplant worden ist. Dafür muss nämlich ja die Straße gesperrt werden. Damit kommen wir übrigens auch schon zu den technischen bzw. rechtlichen Gründen, weshalb sowas gemacht wird. Zunächst mal rechtlich. Das steht halt so im Gesetz, das kann man, muss man nicht toll finden, hat aber auch ein paar ganz gute Gründe, weshalb das da so drin steht. Irgendwann hat man mal festgelegt, dass der Grundstückseigentümer, insbesondere wenn es sich um ein Waldgrundstück handelt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei Wiesen aussieht, ich meine so ähnlich, aber das ist weniger ein großes Thema, aber zumindest mal bei Waldgrundstücken ist es so, dass man Verkehrssicherungspflichten hat. Wenn man also das Pech hat, Eigentum verpflichtet, Eigentümer einer Fläche zu sein, durch die halt eben eine Bundesstraße beispielsweise, wie jetzt eben die meisten Straßen, die irgendwo quer durch den Schwarzwald gehen, abseits von Ortschaften, so eine Straße, wenn man die halt neben seinem Waldstück hat, dann hat man da Verkehrssicherungspflichten. Und das bedeutet im konkreten Fall, dass man alles Zumutbare tun muss, um sicherzustellen, dass da kein Baum auf die Straße fällt, wo dann möglicherweise entweder ein Auto drunter liegt oder ein Radfahrer oder ein Motorradfahrer oder einfach die Straße hinterher blockiert ist und der Weg freigeräumt werden muss. Letzteres wäre natürlich ein deutlich weniger schlimmer Fall als die anderen beschriebenen. Aber da muss man also, wie gesagt, alles, was zumutbar ist, tun, um das sicherzustellen, dass es dazu nicht kommt. So, und da hat sich jetzt tatsächlich bei uns in der Ecke so ein bisschen herauskristallisiert, dass eine beliebte Vorgehensweise ist, um das eben sicherzustellen, dass man links und rechts von der Straße einfach 10 Meter weit wegrasiert. Und das regelmäßig und das auch noch, wenn er eben entsprechend klein ist, sodass er gar nicht groß werden kann, weil sobald er groß wird, steigt mit der Höhe des Baums, steigt auch das Risiko, dass der bei dem nächsten Sturm vielleicht umgeschmissen wird. Und damit steigt das Risiko, je länger der Baum ist, dass er dann natürlich auch auf die Straße fällt, weil er halt eine relativ hohe Distanz überbrücken kann, sobald er umgefallen ist. Ja? Und drum, man lässt sie gar nicht erst groß werden. Ein kleiner Baum fällt viel weniger realistisch um. Solange die also immer schön 15 Meter hoch bleiben, maximal so 20 Zentimeterchen dick, sowas um den Dreh, ist das Risiko, dass das umfällt, nahezu nicht vorhanden. Selbst bei sehr starken Stürmen ist da nicht mit zu rechnen. Was dann allerdings passieren kann, ist, dass von weiter weg ein richtig großer Baum abseits dieses 10 Meter Streifens umfällt und dann doch noch auf die Straße kracht. Aber das ist zum Beispiel jetzt schon nicht mehr zumutbar. Ja, dass du einen 10 Meter Streifen frei hältst und sicherstellst, dass da von dem 10 Meter Streifen keine Gefahr ausgeht, okay, das wird einem wohl zugemutet als Waldbesitzer. Dass man hingegen jetzt noch einen Baum, der, keine Ahnung, meinetwegen 40 Meter hoch ist und logischerweise, wenn er 40 Meter neben der Straße steht, in diesem Moment auch in der Lage wäre, sobald er 40 Meter hoch geworden ist, auf die Straße draufzufallen, dass man da nicht jetzt auch noch den sofort fällt in dieser Situation, das wird zum Beispiel nicht verlangt. Also es gibt schon Grenzen, wo diese Verkehrssicherungspflichten aufhören und wo sie stattfinden. Aber ja, eben dieser 10-Meter-Streifen, das ist so die gefährliche Zone in Anführungszeichen. Gut,
Das ist also erstmal rechtlich vorgeschrieben und zweitens, warum macht man das in der Form, dass man da einfach den Streifen komplett abrasiert? Naja, weil für mehr Holzerntemaßnahmen oder Waldarbeitsmaßnahmen, nenne ich es jetzt einfach mal, 10 Meter neben der Straße eine Vollsperrung der Straße vorgeschrieben ist. Wobei Vollsperrung, da kann man sich drüber streiten, teilweise wird es auch mit Ampelsystem geregelt, dass dann halt so eine mobile Baustellenampel da steht und dann können die einen mal vorbeifahren, dann können die anderen mal vorbeifahren. Das habe ich auch schon erlebt. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich eine Vollsperrung. Es hängt auch davon ab, wie groß die Bäume denn jetzt nun sind, die da umgeschnitten werden sollen. Und da eine Vollsperrung von einem zentralen Verkehrsweg irgendwo mitten durch den Schwarzwald, zu dem eine Umleitung nicht wirklich möglich ist, das muss man nämlich dazu sagen, insbesondere bei uns im Schwarzwald, in anderen Gebirgen sieht das ähnlich aus, so viele Straßen gibt es da jetzt nicht. Und wenn man so eine Straße hat, dann führt die schon irgendwo hin. Und wenn man da hin will, dann gibt es da meistens nur eine Straße hin. Und eine Umleitung ist damit mit wirklich massiver Umleitung, mit teilweise 45 Minuten Umweg, da gibt es Beispiele bei uns, gab auch schon Sperrungen, die sowas ausgelöst haben, mit massiven Umwegen verbunden. Und darüber freut sich dann der geneigte Auto-Motorradfahrer so gar nicht. Ja, und da macht man sich nicht unbedingt beliebt. Und darum versucht man auch als Verwaltung, die dann sagt, okay, die Straße darfst du jetzt sperren, wenn du da deine Bäume schneiden musst, ist okay, aber mach schnell. Ja, dann sagt man eben genau das, mach schnell. Und darum ist es dann ganz hilfreich, eben wenn die Straße schon gesperrt ist, dass man sich dann nicht mit großartig einzelstammweise Nutzung und vorsichtigem Waldbau aufhält, sondern tatsächlich einfach links und rechts 10 Meter wegrasiert. Das hält dann auch wieder ziemlich lange, bis dann diese 10 Meter wieder zugewachsen sind. Und so muss man bloß alle 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, was das für eine Region ist, diese Vollsperrung durchführen und dann wahrscheinlich eben innerhalb dieser Vollsperrungsperiode wirklich dann ziemlich radikal, damit es dann wieder für 30, 40 Jahre hält, da entsprechend alles platt machen. Ja, das sind also rechtliche Gründe, Straßen, sperrungstechnische Gründe, weshalb das dann auf so eine radikale Art und Weise erfolgt. Und ist das alles schön? Nö, aber ich finde, man kann schon ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich eben klar macht, dass hier verhindert werden soll, dass Leute durch umstürzende Bäume beim nächsten Sturm gegebenenfalls zu Tode kommen, beziehungsweise die Straße unplanmäßig irgendwann mal gesperrt ist, weil halt dauernd Bäume draufkrachen. Und das könnte tendenziell durchaus häufiger vorkommen, davon darf man leider ausgehen, als nur alle 30, 40 Jahre pro Straße. Ja. Dass das natürlich immer mal wieder hier eine Straße ist, da eine Straße, das liegt natürlich daran, dass dieser 40-Jahre-Counter ja nicht so läuft, so jetzt sind nur 40 Jahre rum, jetzt sperren wir alle Straßen und machen das überall, sondern es ist natürlich mehr so ein, die Straße war jetzt seit 35 Jahren nicht mehr dran, die Straße haben wir erst vor 5 Jahren gemacht und die Straße und so weiter. Ja, dadurch kommt das halt eben dann teilweise so zustande, dass man das Gefühl hat, dass da irgendein Trend entsteht, dass das immer wieder mal hier, mal dort, mal da gemacht wird. Das ist ja auch so, einfach weil eben die Notwendigkeitszeiträume da unterschiedlich verlaufen. Ja, ob man das jetzt übertrieben findet oder nachvollziehbar, das muss man letztendlich selber beurteilen. Forstwirtschaftlich steckt da jetzt eigentlich wenig dahinter. Es ist einfach auf diesem Wege günstiger, auf diesem Wege besser praktikabel wegen der Straßensperrung und es ist gesetzlich vorgeschrieben wegen eben diesen Verkehrssicherungspflichten. Und nochmal, viel Geld verdient man damit nicht. Ja, in ganz seltenen Fällen, wenn die Bäume wirklich schon vergleichsweise groß geworden sind, dann ist es mindestens mal kostendeckend bis hin zu ein kleines bisschen was verdient. Aber großes Geld würde man viel eher machen, wenn man die Bäume deutlich größer werden lässt. Die werden, je dicker sie werden, bis zu einer gewissen Grenze, irgendwann sind sie zu dick, werden sie immer wertvoller, immer wertvoller, immer wertvoller. Und je später man sie fällt, desto mehr Geld kriegt man im Schnitt fürs Holz. Ja? Also möglichst früh umschneiden ist betriebswirtschaftlich gesehen keine gute Idee, gar nicht. So, dann lesen wir mal weiter. Natürlich kann es sein, ja, im Einzelfall, das kann ich ja nicht hundertprozentig ausschließen, dass da dann trotzdem auch mal Schindluder getrieben wird. Ja, das kann auch mal sein. Aber in den allermeisten Fällen wird es wahrscheinlich gute Gründe geben, warum das so gemacht ist. So, meiner Ansicht nach ein reiner Vorwand, um kilometerweise Holz zum Verkauf zu bekommen. Gut.
Vielleicht verstehe ich auch nichts von Borkenkäfer, aber mir kommt es so vor, als würde die Chance genutzt, um drumherum auch gleich nochmal 50 Meter mehr abzuholzen. Vorwand, damit der Käfer nicht übergreift. Das ist aber eigentlich vorher schon einberechnet. Und warum werden die... das ist der nächste Punkt. Die Sache mit dem Käferholz. Wenn man irgendwo ein Käferloch hat, also muss man jetzt unterscheiden zwischen beim Borkenkäfer, zwischen einem Käferloch, also einer kleinflächigen Befallssituation. Das wäre also zum Beispiel jetzt hier der Bereich, den ihr gerade um die Kamera drumherum, also um mich drumherum so sehen könnt. Nehmen wir mal an, alle Bäume, die hier sind, auch da hinten noch so ein bisschen, so viele sind es jetzt hier gerade gar nicht, ich habe mir so eine Miniaturlichtung gesucht, die wären jetzt vom, in dem Fall, Tannenborkenkäfer befallen. Dann würde man hier im Umkreis von ungefähr, ja, es kommt drauf an. Es hängt auch davon ab, wie der Förster halt eben tickt, der hier zuständig ist. Da kannst du entweder wirklich bloß die befallenen Bäume rausnehmen und gut ist. Ja, und die musst du halt schnell abfahren, weil der Käfer sitzt noch in der Rinde. Wenn du die zu lange liegen lässt, kommt der Käfer raus, fliegt in der Gegend rum, verbreitet sich wieder. Ja, oder du sagst, oh, es ist aber ein total gutes Jahr für den Käfer, also schlechtes Jahr für den Nadelbaum per se. Und da sind wir uns nicht sicher, ob der Käfer sich nicht bereits ausgebreitet hat. Teilweise kann man auch sicher sein, dass er es hat, weil man weiß, da sind schon Ausbohrlöcher am Baum zu finden. Man kann also sehen, okay, der Käfer ist ausgeflogen, der muss hier in der Umgebung also irgendwo fündig geworden sein und einen anderen Baum gefunden haben und sich da reingebohrt haben, und wahrscheinlich ist es einer von den nächsten in der näheren Umgebung. Das heißt, man kann, wenn man ohnehin weiß, das Risiko, dass es zu einer Großvermehrung vom Borkenkäfer jetzt in diesem Gebiet hier kommt, in diesem Jahr, wo alles sehr, sehr trocken ist, das ist sehr, sehr, sehr hoch, und dann nehme ich sicherheitshalber wirklich noch die Randbäume von einer Käferbefallfläche zusätzlich gleich auch noch mit. Das hängt auch so ein bisschen immer von der Wirtschaftlichkeit ab, wenn die zum Beispiel ohnehin hiebsreif sind. Wäre zum Beispiel hier jetzt so. Also die Bäume, die hier oben hinten da zu sehen sind, die wären jetzt alt genug, dass man sie auch umschneiden könnte. Wäre jetzt also so im Bereich der betriebswirtschaftlichen Rentabilität. Ja? Also da hast du was gewonnen, wenn du die jetzt fällst. Du kannst da auch gerne noch 10 Jährchen, vielleicht 15 oder 20 Jährchen stehen lassen. Wäre auch kein Problem, dann werden sie noch ein bisschen wertvoller, dann hast du noch ein bisschen mehr gewonnen. Ja, aber gerade in so einer Grenzsituation zwischen Umschneiden lohnt sich schon und ja, die würden alternativ noch ein bisschen mehr Geld bringen, aber ich müsste auch extra noch mal hinfahren für eine weitere Durchforstungsaktion. Da kann einfach aufgrund der Logistik, ja, aufgrund der Holzerntelogistik und der Kosten, die damit einhergehen, wenn man extra hinfahren muss, extra den Holz-LKW herholen muss, extra möglicherweise noch das schwere Gerät herholen muss, möglicherweise, dazu kommen wir nachher noch, da kann sich dann aus betriebswirtschaftlicher Sicht schon mal lohnen, noch ein paar zusätzliche Bäume mitzunehmen. Und es reduziert halt eben auch das Risiko, dass der Käfer in irgendeinem Randbaum um das ohnehin entstandene Loch drumherum sich noch irgendwie eingenistet hat. Und man schneidet den Tumor sozusagen großflächig raus, inklusive Hypothalamus und andere Hirnareale. Ja? Wenn es jetzt ein Hirntumor wäre. Also das kann man so machen. Ob das im Einzelfall, das muss man halt wirklich auch im Einzelfall angucken, eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, hängt eben genau davon ab, vom Einzelfall. Ja? Und es kommt natürlich auch nochmal sehr darauf an, welche Brille man jetzt gerade auf hat. Ich kläre das immer ganz gerne so, dass der Förster so drei Brillen hat. Der hat zum einen die Waldästhetikbrille, ja, also die der Waldbesucher normalerweise als einzige Brille auf hat. So die Erholungsnutzen, die oh, der Wald ist schön Brille, die hat der Förster auch. So, dann hat er die Finanzbrille, ja, wo du dann die Dollarzeichen an den einzelnen Baumstämmen siehst. Und also die Eurozeichen. Ja, wir wollen mal nicht den Dollar rausholen hier. Und dann gibt es natürlich noch die Naturschutzbrille, wo man dann eben den einzelnen Käfer als was ganz Wunderbares wahrnimmt und das eine Pflänzchen hier und das schöne Moos zum Beispiel, Moment, das schöne Moos als ganz was Tolles wahrnimmt. Jetzt reißt er hier einfach Moos aus. Ja, ich setze es ja wieder hin. Das ist das Tolle beim Moos. Ja, das macht dem nichts. Das kann man ruhig schon mal ein bisschen bewegen, insbesondere wenn man es von Totenholz genommen hat und setzt es wieder hin, dann ist wieder gut.
Egal, so, jedenfalls, das sind so Sachen, das ist ganz, ganz schwer, das zu verallgemeinern, das kommt auf einen Einzelfall an. Wenn man sich jetzt in einer Region befindet, wo das relativ häufig vorkommt, dann kann es daran liegen, dass eben sehr viel Angst vorm Borkenkäfer da ist, sehr viel Respekt vorm Borkenkäfer da ist, dann kann es daran liegen, dass was mit Jahren zu tun haben, wo der Borkenkäfer wirklich ein sehr, sehr hohes Ausbreitungspotenzial hat. Das wäre jetzt von 18 bis 20 war das der Fall, 21 war immer noch sehr viel Borkenkäfer unterwegs, war noch übrig von den Vorjahren und jetzt 22, bisher sieht scheiße aus, ja, bisher hat viel zu wenig geregnet. Daher, ja, wenn man sich andere Wälder anguckt, andere Gebiete anguckt, wo wirklich großflächig der Wald verschwunden ist, zum Beispiel Sauerland, Siegerland, große Teile vom Harz, da kann ich schon den Kollegen verstehen, der sicherheitshalber, wenn er einen Käfer da hat, noch 15 Bäume mehr extra rausnimmt, um sicher zu sein, dass er den Käfer an der Stelle dann auch erwischt hat und dass sich der Käfer von da nicht mehr ausbreitet. Andererseits, das ist aber auch ein wesentlicher Punkt, ein ganz wesentlicher Punkt, und da muss man das dann auch Kritik zulassen an dieser Praxis, wie gerade beschrieben, nämlich wir haben ganz viele Beispiele aus dem Harz, aus dem Sauerland, aus dem Siegerland zum Beispiel, ja, bei dem man alles versucht hat und alle möglichen Quarantäne- und Tumor-Großflächig-Rausschneiden-Maßnahmen stattgefunden haben. Und was hat es genützt? Nix. Der Käfer hat trotzdem mehr oder weniger die sämtliche Bestände kahl gefressen, in denen er irgendwie drin gewesen ist, wo es keine besonderen Gründe gibt, weshalb es nicht passiert ist. Und das gibt einem dann auch schon zu denken. Allerdings, nochmal, muss man dazu sagen, eine Dürreperiode von 2018 bis 2020, ja, über 3 Jahre Dürre, über 3 Jahre beste Bedingungen für den Borkenkäfer, also von hervorragend bis hin zu sehr gut. Ja, 2020 war es nicht mehr ganz so toll für den Käfer, 18 und 19 waren paradiesisch. Da muss man schon sagen, das hat niemand so vorhersagen können. Und die bisher bewährte forstliche Praxis, über Jahrhunderte bewährte forstliche Praxis, mit dem man hat ein Käferloch, man schneidet großflächig, Entschuldigung, da war jetzt irgendwas, wo es nicht hingehört. Also die über Jahrhunderte bewährte forstliche Praxis, man hat ein Käferloch und schneidet dann großflächig ums Käferloch alles weg, um sicher zu sein, dass man dann den Käfer auch wirklich seine Nahrungsgrundlage beraubt hat und der Käfer keine Chance mehr hat, sich weiter auszubreiten, hat in normalen Jahren eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Drum ist es ja seit Jahrhunderten bewährte Praxis. Und dass das irgendwann mal so gar nicht mehr funktioniert, wegen eben 3 Dürrejahre in Folge. Ja, woher hätte man das 2018 zum Beispiel wissen müssen, dass 2019 noch mal so schlimm wird oder fast so schlimm. Und dass 2020 immer noch ein sehr trockenes Jahr sein wird. Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie dieses Jahr wird. Bisher sieht es nicht gut aus. Ja? Also das muss man immer noch dazu sagen, das hat kein Mensch vorhersagen können, ich nicht, irgendein Kollege nicht, vielleicht jemand mit einer Kristallkugel, aber darauf wollen wir uns dann auch weniger gerne verlassen. Gut, so, und warum werden die besten Buchen noch schnell weggeerntet, die billigen Fichten drumherum, aber nicht die alles tot abschatten? Weil die noch gesunden Buchen bei der nächsten Dürre kein Geld mehr bringen, ist dann unser Wald wirklich fast nur Wirtschaftsgut. Also, da weiß ich jetzt natürlich nicht, auf welche Situation das jetzt konkret bezogen ist. Normalerweise ist es so, dass man die Buche eigentlich nicht unbedingt besonders schnell und besonders gerne noch mitnehmen möchte. Die wiegt nämlich sehr viel, ist sehr schwierig zu manövrieren daher, ist schwierig abzufahren und bringt Pi mal Daumen dem Waldbesitzenden so 60 bis 65, in manchen Fällen jetzt derzeit sogar mal, soll wohl auch schon da gewesen sein, 70 Euro pro Kubikmeter Holz. Ja, und das ist ganz ordentlich,
Das ist auch was, womit man durchaus arbeiten kann zurzeit mit Buchenwaldbeständen. Aber die billige Fichte in Anführungszeichen, die ist jetzt zumindest dieses Jahr eigentlich bisher und auch Ende letzten Jahres, spätestens ab Herbst letzten Jahres, ist sie konstant auf ungefähr 100 bis 105 Euro pro Kubikmeter. Das heißt, Fichte ist derzeit viel, viel mehr wert. Dass man also, wenn man noch irgendwo Fichte rumstehen hat, die hiebsreif ist, die man im Rahmen der Nachhaltigkeit tatsächlich noch irgendwie holen kann. Das ist manchmal noch möglich, das ist in vielen Fällen auch nicht möglich. Da würde man es gerne, aus finanziellen Gründen, weil halt derzeit der Fichtenholzpreis gut ist und man nicht weiß, ob die noch ein paar Jährchen dasteht. Voraussichtlich nämlich nicht. Andererseits kannst du nicht noch mehr Kahlfläche brauchen und drum ist es eigentlich nicht, ja, beziehungsweise nur schwierig möglich zu erklären, weshalb man derzeit regulär noch Fichte fällt. Außer natürlich in Gebieten, in denen nicht so viel Fichtenschadholz angefallen ist, wo überhaupt nicht so viel Schadholz angefallen ist. Das ist ein bisschen, ja, es ist nun mal so, dass jeder Forstbetrieb in sich eine geschlossene Nachhaltigkeitseinheit darstellt, sozusagen. Heißt, der Forstbetrieb Stadtwald Karlsruhe von mir aus, der hat Altstadtwald Karlsruhe so und so viel Hektar Wald und die wachsen so und so schnell und damit ergibt sich rechnerisch bei einem durchschnittlichen Zuwachs von sagen wir mal 10 Kubikmeter pro Hektar und Jahr und der hat jetzt meinetwegen 1000 Hektar, das stimmt nicht, aber dann hättest du halt 1000 Kubikmeter pro Jahr, die du da nachhaltig nutzen kannst. Das ist das, was jedes Jahr nachwächst und so viel wie jedes Jahr nachwächst, kannst du auch pro Jahr rausholen. So. Und wenn jetzt meinetwegen durch Dürrekatastrophe 200 Kubikmeter Holz angefallen sind, die man gar nicht geplant hatte, dass sie anfallen, dann würden einem, um nicht über den nachhaltigen Hiebsatz hinauszukommen, nach Adam Riese noch 800 Kubikmeter zur Verfügung stehen. Und das ist immer noch ein relativ viel Holz. Das heißt, da wäre immer noch ziemlich viel normale Holzernte drin. Und das erscheint einem dann, das kann ich durchaus nachvollziehen, wahrscheinlich als jemand, der zum Beispiel auch mal neulich im Harz gewesen ist und dann in den fiktiven, so zumindest nicht existierenden Stadtwald Karlsruhe kommt und da dann sieht, oh, hier schneiden die überall noch Bäume um, überall anders fehlt der Wald und der stirbt vor sich hin und die fallen von alleine um und hier fällen sie noch extra welche. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass eben jeder Forstbetrieb eine in sich geschlossene Nachhaltigkeitszone sozusagen ist. Ja? Wenn man sich zum Beispiel anguckt, was im Siegerland, Sauerland umgefallen ist, da ist im Prinzip für 10, 20, 30 Jahre, je nach Region, ist der Holzeinschlag erledigt. Es gibt Bereiche zum Beispiel um Göttingen drumherum, Teile von Göttingen. Hannmünden, Hannover-Schmünden, das ist ja nicht so weit weg von Göttingen. Deren ihr Stadtwald, weiß ich jetzt aus zuverlässiger Quelle, der ist 90% weg, weil der war ja zu etwa 90% Fichte und sämtliche Fichte ist weg. Das heißt, der Wald, sich der Wald von 90% Verlust wieder regeneriert hat, das dauert Jahrzehnte. Das heißt, reguläre Holzernte können die da über Ewigkeiten nicht machen. Das bedeutet aber eben nicht, dass deswegen jetzt jedes andere Stück Wald in Deutschland die Verluste in manchen Regionen ausgleichen muss, obwohl es in der einen Region noch weiterhin möglich ist, nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben. Und für diesen kleinen Wald, zum Beispiel hier, wo ich jetzt hier sitze, sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier kann man weiterhin regulär normale Forstwirtschaft betreiben und hier nach wie vor regulär Holz rausholen, ohne dass jetzt hier in der Region der Wald dadurch leiden bzw. knapp werden würde. Und ja, jetzt ist halt eben die Frage, hilfst du dem Wald woanders, dadurch, dass du ganz, ganz weit weg Bäume stehen lässt, wächst er dann da wieder schneller nach? Nicht wirklich. Und drum eben diese kleinräumigen Nachhaltigkeitseinheiten, mit denen man eben erklären kann, warum in der einen Region sehr wohl noch Holzernte im größeren Stil gemacht werden kann, in der anderen Region für die nächsten 20, 30, 40 Jahre überhaupt nicht. Ja, also da muss man wirklich immer so ein bisschen auf den Einzelfall gucken und das ist sehr schwierig, das manchmal nachzuvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das damit einigermaßen beantwortet habe. Ich hoffe. Aber trotzdem eben die Buchen,
dass man die mal schnell eben noch so mitnimmt. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man halt eben bisher nur Fichte hat, die angefallen ist. Also nehmen wir einen Forstbetrieb an, der hatte 20% Fichte. Ja, 20% Fichte ist jetzt auch tot und ist angefallen als Holz. Jetzt ist natürlich 20% der Waldfläche, die fehlt, viel mehr als der normale jährliche Einschlag, der normalerweise im Rahmen der Nachhaltigkeit stattfinden könnte, würde. Aber man kann jetzt natürlich auch so rechnen, dass man zwar den Fichteneinschlag über sozusagen viel mehr Fichte eingeschlagen hat, als man es normalerweise pro Jahr würde. Und der Fichteneinschlag die nächsten 40 Jahre ruhen muss, bis die Fichte sich wieder regeneriert hat. Aber es könnte ja sein, dass wenn wir jetzt eine Region haben, wo die Buche gar nicht betroffen ist von der Dürre, dass die Buche, dass es der noch super, super gut geht und man ursprünglich geplant hatte in der sogenannten Forsteinrichtung, man plant immer im Voraus, wie viel man wann entnehmen möchte. Ob das dann so kommt, ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest sollte es ungefähr so kommen, auch damit man eben nicht über den nachhaltigen Hiebsatz rauskommt, muss man das minutiös planen. Und dann kann es halt sein, dass man bei anderen Baumarten und anderen Waldtypen und vielleicht sogar auch einem ganz anderen Forstrevier, was dann wieder seine eigene in sich, kleine in sich geschlossene Nachhaltigkeit haben kann. Ja? Im Regelfall macht man es auf Betriebsebene, dass der in sich nachhaltig schaffen muss. Aber ja, dann kann es mal sein, dass man eben damit das so zusammenrechnet, dass man noch ein bisschen Buche entnehmen kann, weil man hat wohl ewig viel Fichte verloren, ja, aber Buche könnte man eigentlich noch ein bisschen entnehmen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass es ja teilweise auch aus waldbaulicher Sicht in einem Wald in einem bestimmten Alter Sinn macht, da ein paar Bäume rauszunehmen, damit die verbleibenden Bäume besser wachsen. Das nennt man dann Durchforstung, also zum Beispiel im Alter 40, wäre ein Wald, wenn man ihn nie durchforstet hat, verdammt eng. Das bedeutet eben, dass jeder Baum, dass die sehr eng beieinander stehen und die Einzelbäume werden nur sehr langsam dicker. Wir haben insgesamt zwar einen hohen Zuwachs, wir haben meinetwegen, sagen wir mal, wir hätten 300 Bäume pro Hektar rumstehen. Ja? Dann würde sich eben die gesamt photosynthetisch aktive Biomasse auf diesem Hektar, also der Kronenbereich dieser 300 Bäume, nimmt die maximale Menge an Sonnenlicht auf, macht maximal Photosynthese und verteilt das Resultat dieser auf einem Hektar maximal zu erzeugender Photosynthese auf 300 Stämme. Pro Stamm, also nur ein bisschen dicke Zuwachs. Nehmen wir jetzt aber mal an, wir durchforsten diesen Wald und reduzieren unsere Stammzahl auf, sagen wir mal, 150 Stämme. Dann haben wir pro Stamm einen deutlich größeren Dickezuwachs und damit kriegen wir letztendlich dickere Stämme, ja, als Produkt letztendlich, ja, zum ins Sägewerk fahren und zum dort dann eben hoffentlich zu einem hochwertigen, dauerhaften Holzmöbel. Im Idealfall, ne, oder im Haus oder zu was auch immer zu verarbeiten. Was mit Laubhölzern übrigens gar nicht so einfach ist. Daran arbeitet man ja gerade in der Forschung noch sehr und da ist noch ganz viel zu tun. Ne? Also ich will überhaupt nicht behaupten, dass es keine Baustellen gäbe, an denen man dringend noch schaffen müsste. So ist es ja nicht. Aber eben durch diese Durchforstung, die halt einfach zum Zeitpunkt X anstehen, da kannst du auch nicht ewig lange warten. Dann wächst der Wald irgendwie wie Kraut und Rüben durcheinander und dann letztendlich gibt's, ja, das ist natürlich dann das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es einen Naturwald gibt. Das Schlimmste in Anführungszeichen. Ja? Und das ist ja per se auch schön und auf ausgewiesenen Flächen soll das ja auch passieren. Das ist ja gar nicht so, dass keiner den Naturwald haben möchte. Aber ja, Geld muss gemacht werden und dann gibt es eben einfach bestimmte Situationen, in denen ein paar Bäume zur Pflege des Waldes, des Forstes in dem Fall, ja, das darf man ja auch nicht vergessen, 99%, ja, genauer, ich glaube, 98,4% der deutschen Waldfläche sind ein Forst, per Definition. Ja, und damit dienen sie vor allen Dingen der Holzproduktion. Alle anderen Sachen, die sollen so ein bisschen nebenher laufen. Ne? Du kannst einerseits Holz produzieren und in der Zeit, wo gerade nicht die Motorsäge läuft, was 99,999% der Zeit der Fall ist, dürfen die Touristen durch, darf das Reh durch, darf der Käfer drin wohnen und so weiter und so weiter. So ist es. Ja? Das ist aber globalpolitisches Problem, habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Das muss ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht allzu weit ausführen. Ja, und damit kommen wir zu, ist denn unser Wald wirklich fast nur Wirtschaftsgut? Definitiv, ja.
aber eben ein Wirtschaftsgut, in dem sich Erholungsnutzen plus ein gewisses Maß an Naturschutz, ein zunehmendes, in den letzten Jahren sehr stark zunehmendes Maß an Naturschutz, so nebenbei integrieren lässt. Aber primäre Funktion des Waldes ist Wirtschaftsgut. Ja, Tatsache. Ja. Muss man nicht gut finden, ist aber so. Sturmschäden werden auch abgenutzt und gleich noch anderes Holz mit umgemäht. Sturmschäden werden auch ausgenutzt und anderes Holz gleich noch mit umgemäht. Das haben wir jetzt mehr oder weniger ja schon besprochen. Wenn beim Sturm was umfällt, holst es halt raus aus dem Wald. Warum? Du hast da einen Haufen Geld verloren. Du wirst damit nur einen Bruchteil von dem kriegen, was es ursprünglich mal wert gewesen wäre, wäre es nicht durch einen Sturm umgeworfen worden. Das hängt an zwei Gründen. Erstens, ein abgebrochener Baum splittert fast auf die gesamte Länge des Stamms. Also wenn du daraus noch irgendwelche hochwertigen Holzprodukte, die auch mechanischer Belastung standhalten sollen, bauen willst, das funktioniert fast nicht mehr. Also da ein Holzeinkäufer auch so in gewissermaßen ein bisschen die Katze im Sack immer kauft, weil er einen Stamm in Rinde kauft und nicht weiß, ob es irgendwelche Risse gibt, die durch den gesamten Stamm gehen, wird er in dem Fall, wenn das Risiko besteht, dass da so ein Riss drin ist, niemals so viel Geld bezahlen, wie wenn er eben davon ausgehen darf, dass der Stamm ordnungsgemäß gefällt worden ist, ohne dass das Ding einfach im Wind abgebrochen ist, sondern schön vorsichtig, in Anführungszeichen vorsichtig, abgesägt und ordnungsgemäß dahin gefällt, wo es nicht gleich splittert und so weiter und so fort. Und das ist der eine Grund. Also rein mechanische Gründe, weshalb Sturmwurfhölzer weniger gute Holzqualität letztendlich liefern und man sie nicht richtig einschätzen kann, bis man das Ding komplett zersägt und aufgeschnitten hat. Zweiter Grund, massenhafter Anfall von ganz viel Holz in der Region, wo es einen großen Sturmwurf gegeben hat, führt natürlich dann automatisch freie Marktwirtschaft, zum Verfall der Holzpreise und damit kriegst du dann auch automatisch wieder weniger. Ja, und jetzt kommt es halt drauf an, will man sagen, als zum Beispiel Gemeinde, in vielen Fällen ist es zum Beispiel Gemeindewald, ist uns doch egal, ob wir jetzt einen Haufen Geld verloren haben, die Gemeindekasse ist ja prall gefüllt und wir verkaufen das jetzt nicht, wir lassen es jetzt einfach liegen und in Zukunft machen wir da auf der Fläche Urwald. Ja, das kann man theoretisch tun, es gibt auch Gemeinden, in denen das schon viel diskutiert worden ist, ein Stück weit. So etwa 10% der Waldfläche ist das ja auch sehr, 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 sehr wünschenswert. Kann man sich streiten, ob es 15% sein sollen, kann man sich streiten, ob es 5% ausreichen. Aber sowas um die 10, das ist so ein grober Richtwert, in den die meisten Diskussionen gehen. Aber wir brauchen halt trotzdem auch immer noch, das sage ich ja gefühlt in jedem dritten Video, auch weiterhin noch Holz. Und weil man eben bei so einer Sturmgeschichte, ja eh schon, wenn es ein kleinerer Sturmwurf ist, ja, und die Bäume drumherum eh schon hiebsreif sind und dann sowieso schon den Holz-LKW da hat, dann kann man die drumherum halt kostengünstig als Wirtschafter, ne, als Betriebswirt, Förster, das ist ein Förster ja auch, in jedem Fall auch immer Betriebswirt irgendwo, kann man da halt relativ günstig noch ein paar Stämme nebendran mitnehmen. Das kann zum einen wirklich zum mehr Geld verdienen sein, das kann aber auch schlicht und ergreifend technische Gründe haben, weil wenn wir einen intakten Waldbestand haben, ja, dann fegt da der Wind oben über die Baumkronen drüber und hat in vielen Fällen keinen Angriffspunkt, wo er in den Bestand reinpfeifen kann. Ist in dem Bestand aber schon ein Loch drin, sei es durch einen Sturmwurf, sei es durch einen Borkenkäfer, sei es durch eine schlechte waldbauliche Maßnahme, das kommt auch mal vor, oder eine nicht ganz so gut geplante, sagen wir es mal so, dann hast du ein Loch in dieser ebenen Fläche, die sich eigentlich oberhalb von den Waldbäumen befinden sollte. Also die Waldkronen bilden fast schon ein geschlossenes Kronendach, der Wind fegt drüber, jetzt ist hier plötzlich ein Loch, der Wind fegt drüber, oh ein Loch, wump, fließt in das Loch rein und weht jetzt mitten in die Baumkronen. Und damit fällt hinter einem Sturmwurf beim nächsten Sturm gerne nochmal ein Stück Wald um. Und je nachdem, was das jetzt für Bäume sind, beispielsweise Fichten, ist die Chance, dass du, wenn noch so ein paar einzelne Fichten in der Gegend rumstehen, nach einem Sturmwurf, beim nächsten nennenswerten Sturm diese paar einzelnen Fichten auch noch verlierst, inklusive Wertverlust des Holzes, die ist sehr hoch. Und dann kann es kleinräumig eben aus ökonomischen Interessen durchaus sinnvoll sein, wenn du dann halt die paar überlebenden Bäumchen in der näheren Umgebung halt auch noch mitnimmst, bis
zu einem Punkt, wo du dann wieder einen stabilen Bestand hast, weil er zum Beispiel jung ist und noch nicht so hoch oder weil er zum Beispiel aus Buche besteht, die im Winter ja kahl ist und dementsprechend kann der Wind durch den Buchenwald durchweichen, wie er lustig ist. Einen kahlen Baum schmeißt er so schnell nicht um, also erst ab so 230 km/h Windgeschwindigkeiten oder sagen wir mal ab 200 wird es gefährlich. Aber das müssen wir erstmal haben. Daher, da hast du dann wieder Sicherheit und dann kann es eben aus wirtschaftlichen Überlegungen deswegen sinnvoll sein, da noch ein paar Stämme mehr mitzunehmen. Dann ist das Loch im Wald natürlich etwas größer. Da kommt es auch drauf an, wie viele Löcher hat man denn gerade da in der Region. Und da müssen wir uns vielleicht auch noch mal generell drüber unterhalten, wie schlimm ist ein Loch im Wald. Wenn es ein geschlossener, an sich gut funktionierender Waldbestand ist, der jetzt keine größeren Probleme aufweist, außer dass es jetzt durch einen Sturmwurf irgendwo ein großes Loch gegeben hat. Sagen wir mal 1,5 Hektar, sowas um den Dreh. Das ist schon ein ordentliches Loch. Das nimmt man auch als ordentliches Loch wahr, als Waldbesucher. So, das hat auch Vorteile. Ja? Für den Wald als solchen und die moderne Forstwirtschaft, die naturnahe sogenannte Forstwirtschaft oder die Dauerwaldbewirtschaftung, das sind so Fachbegriffe, die in diesem Zusammenhang gerne verwendet werden, die sind da eigentlich immer darauf bedacht, dass der Wald als solcher geschlossen bleibt. Das heißt, nach Möglichkeit soll der immer schön zu sein, zu, und es soll keine größeren Löcher und Lichtungen und größere Kahlschläge oder Kahlflächen nennen wir es jetzt mal so, soll es auf jeden Fall nicht geben, sondern der Wald soll immer schön geschlossen bleiben. Das ist auch gut für den Feuchtigkeitshaushalt des Waldes, in Dürrejahren sehr, sehr wichtig. Je mehr Löcher du da im Wald hast, desto eher verdunstet das Wasser aus dem Wald raus. Je geschlossener der ist, desto eher bleibt es drin. Das macht schon einen Unterschied. Das sind sicherlich Vorteile, die ein geschlossener Wald mit sich bringt. Geschlossener Wald sieht auch gegebenenfalls schöner aus. So ein stufiger Wald mit viel Verjüngung. Hier viel Verjüngung, da hinten alles dicht, alles zu, kann man kaum durchlaufen. Sowas sieht erstens schön aus, zweitens ist es sehr naturnah, drittens bietet es Versteckmöglichkeiten fürs Reh, viertens, wenn ein alter Baum umfällt, stehen die Jungen schon gleich unten drunter, um nachzuwachsen. Es gibt zahlreiche Vorteile, also wirklich einen ganzen Haufen, so viele, dass der Durchschnittsförster und der Durchschnittsforstbetrieb in Deutschland eben solche Waldbilder anstreben und genau sowas haben wollen. Aber wenn es dann halt doch mal zu einer Kahlfläche kommt, dann hat die aus ökologischer Sicht, wenn es nur wenige Kahlflächen sind, nicht der ganze Wald weg, das ist scheiße. Aber so ein paar Löcher in einem ansonsten geschlossenen Wald, das hat den Vorteil, dass da dann zum Beispiel digitales Purpurea wachsen kann, ne? Der rote Fingerhut. Tolle Pflanze, sieht schön aus, ist tödlich giftig, könnte zur natürlichen Selektion beitragen. Hat sie leider schon auch ein paar Mal getan. Das sind dann so dramatisch, schon tragische Fälle. Von daher sollte man sich eigentlich nicht drüber lustig machen. Gut, aber viele Schmetterlinge, viele Orchideen können, wenn sie dann in der Nähe schon ein Vorkommen haben, können möglicherweise auf so einer Kahlfläche wachsen. Ist selten der Fall, dass da mal eine Orchidee sich hin verirrt. Aber sonstige Pflanzen, die eben solche Kahlflächen brauchen, Gap Dynamics nennt man das dann. Also Gap, eine Störung, ja, eine Lücke, und die Dynamik dieser Störungen und was dann auf den Störungsflächen passiert, das ist die Gap Dynamic Forschung auf Englisch, und da wird ganz viel gemacht in letzter Zeit. Und je nachdem, wen du fragst, aus dem Bereich Naturschutz, werden sie dir sagen, ja, so Löcher sind prima. Andere Leute aus dem Bereich Naturschutz werden dir sagen, nee, so Löcher sind schlimm, weil dann trocknet der Wald aus und da verdunstet es raus. Und wieder andere Leute meinen, ja, hat Vor- und Nachteile, zu letzteren gehöre ich. Ja, aber für die Biodiversität, wenn wir ein ansonsten geschlossenes Waldsystem haben, das nur aus Wald, 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 Wald besteht, hat mal zwischendrin eine Fläche, die nicht aus Wald besteht, zumindest temporär nicht. Das wächst schon irgendwann wieder zu, ne? Ganz von allein, da muss man überhaupt nichts für tun. Aber wenn da temporär mal kein Wald ist, dann kann sich temporär da eben auch mal ein anderes Ökosystem kurzfristig entwickeln und dann kommen da kurzfristig ganz andere Arten hin und das kann durchaus auch wichtig sein. Und für den Boden zum Beispiel. Es gibt auch für den Boden geringfügige, aber es gibt auch Vorteile. Wenn der Wald mal zwischendrin weg ist, wird zum Beispiel ziemlich schnell der Humus zersetzt. Das kann auch zu einer Erhöhung des Nährstoffvorrats im Boden letztendlich führen, weil der Nährstoff bisher im Humus so stark gespeichert war, dass er da gar nicht rauszubekommen war. Also
ganz viele verschiedene Aspekte, die man da jeweils im Einzelfall angucken muss, was solche Kahlflächen angeht. Aber das nur mal so am Rande. War ja eigentlich gar nicht gefragt. So, Sturmschäden waren auch noch ausgenutzt, um gleich noch anderes Holz mit ummäht. Der liebe Profit, so nebenbei. Fällt ja nicht auf. Ja, ja, war der Sturm. Klar. Und warum macht eine österreichische Firma versteckt mitten in unserem Wald in der Nacht gegen 21 bis 3 Uhr das hellste Flutlicht an, rückt und verarbeitet Holz? Was ist mit den Tieren? Wird mit denen nebenher Fußball gespielt um nachtschlafender Zeit? Team Reh gegen Team Wildschwein. Schiedsrichter Österreich. Dabei kann nur Österreich gewinnen und die Tiere sterben am Herzinfarkt. Ja, ich weiß nicht, welcher Fall das konkret ist. Das habe ich so nicht mitbekommen. Mögliche Gründe für nächtliche Flutlicht-Holzfällarbeiten können sein, dass es an Maschinen fehlt. Ja? Also wäre jetzt auch wieder der Fall, wenn zum Beispiel durch irgendeine Großkalamität jede Menge Holz anfällt, jede Menge Käferholz vor allen Dingen, und man das Käferholz möglichst schnell aufbereiten muss, damit der Käfer eben nicht aus dem liegenden Stamm noch rauskriecht und wieder rumfliegt und wieder den nächsten Baum infiziert. Das soll also möglichst schnell aus dem Wald raus. So, wenn das zu einer Großkalamität kommt, das heißt also alle Leute haben viel Käferholz, alle Forstbetriebe haben viel Käferholz, dann gibt es schlicht und ergreifend in Deutschland nicht genügend Forstpersonal und auch nicht genügend Forsttechnik. Das heißt jetzt die ganz große und auch schon die mittlere wird dann knapp. Und selbst die kleine könnte dann knapp werden, ist auch schon vorgekommen. 18, 19 definitiv. Da war sämtliche Forsttechnik schwer zu kriegen. Und dann kann man sich natürlich behelfen, indem man eben diese Technik Tag und Nacht sozusagen laufen lässt. Und ja, dann hat man mehr davon, in Anführungszeichen. Ja. Also wenn du 5 Harvester hast, kannst du jeden von den Dingern pro Tag 2 Stunden laufen lassen und kommst pro Tag auf 10 Harvesterstunden. Oder du lässt sie halt jeden 24 Stunden lang durchlaufen, dann hast du halt 120 Harvesterstunden pro Tag und hast dann halt den Fuhrpark besser ausgenutzt. Und das ist so die wahrscheinlichste Erklärung, zumindest wenn man nicht irgendwelche bösen Absichten unterstellen möchte. Das kann natürlich auch schon mal sein, wie gesagt, ne? Ist nicht unmöglich, aber in vielen Fällen gehe ich zumindest davon aus, dass es eine logische Erklärung dafür gibt, weshalb das jetzt so gemacht ist, dass es da auch um Geld gehen kann, hundertprozentig selbstverständlich, ja, das ist so. Dass dabei allerdings, so jetzt war der Akku leer plötzlich, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber jedenfalls finanzielle Interessen spielen da natürlich auch wieder eine Rolle. Ne? Es heißt ja nicht umsonst Forstwirtschaft, der Punkt mit der Wirtschaft, der ist schon ernst gemeint. Ja? So, die Sache mit den Tieren bei solchen nächtlichen Maßnahmen. Natürlich sind die gestört, ja? Tatsache. Die werden das Gebiet relativ großflächig meiden, sind dann also einfach da gar nicht anzutreffen. Vielleicht mit Ausnahme von so ganz, ganz kleinen, gar nicht mobilen Tieren, die sich eher verstecken als abzuhauen, Mäuschen, sowas in die Richtung. Aber die Maßnahme mit dem Verstecken funktioniert dann auch. Das heißt, wenn die in ihrem Bau hocken, meinetwegen auch der Dachs vor Ort im Bau hockt, dann hockt er da so tief drin, dass dem da nichts passiert. Das wird ihm nicht gefallen und da wird dann auch sich gestört fühlen, ja. Und vielleicht hat er auch ein bisschen Angst und ein bisschen Panik. Überleben wird das aber. Und wenn die Maßnahme vorbei ist, dann kommt er raus und findet möglicherweise in einem frisch durchforsteten Wald, das ist vielleicht nicht unbedingt der Dachs, aber das Reh findet dann durchaus andere Sachen zu fressen, an die es sonst nicht rangekommen wäre. Zum Beispiel Nadeln von oben, die jetzt plötzlich unten liegen und zur Verfügung stehen. Die mag es nämlich durchaus teilweise ganz gerne. Und wenn der Spuk vorbei ist, haben die Tiere schon reichlich Möglichkeiten, sich dann da entsprechend wieder einzufinden und dann wieder das zu tun, was sie da vorher auch getan haben, nur dass es da halt ein kleines bisschen anders aussieht. So, den Faktor Forstwirtschaft, den gibt es jetzt ja auch schon seit vielen Jahrhunderten. Das heißt, die meisten Tiere, die bei uns unterwegs sind, den kann man jetzt inzwischen fast schon unterstellen, dass sie sich da ein Stück weit dran gewöhnt haben und sogar schon Verhaltensweisen entwickelt haben, was zu tun ist, wenn denn gerade mal irgendwo eine forstwirtschaftliche Maßnahme stattfindet. Und was man auch nicht vergessen darf bei dieser massiven Störung der Tiere, die stattfindet, ja, die ist so alle 15,
also im gleichen Gebiet, so alle 15 bis alle 20 Jahre etwa zu erwarten. Wenn du bestimmte Forstwirtschaftspläne hast, dann findet die alle 5 Jahre bis alle 10 Jahre statt, sowas um den Dreh. In ganz seltenen Fällen, wenn gerade die Endnutzung stattfindet, dann vielleicht auch alle 2, 3, 4, sowas um den Dreh Jahre. Aber das sind dann jeweils ein paar Tage an der gleichen Stelle in 4 Jahren. Das heißt, im schlimmsten Fall in 4 Jahren. Das heißt, die Phasen, in denen da von der Forstwirtschaft in diesem Wald überhaupt nichts zu sehen ist für die Tiere, die sich da ständig aufhalten, die sind sehr lang. Und damit sind gemessen an der Gesamtzeit die Phasen mit intensiver Störung sehr kurz. Weshalb eben auch so viel diskutiert wird, das werde ich ja auch immer mal wieder gefragt, warum es denn so schlimm sein soll, wenn du mal eben ein bisschen ein Tier im Wald störst, hingegen die Forstwirtschaft fährt da mit einem tonnenschweren Harvester durch etc. bb und stört die Tiere noch viel, viel mehr. Ja, und dann bist doch du, der du da nur mal ein bisschen spazieren gehst, viel weniger schlimm. Ja, aber du, beziehungsweise ich oder irgendwer anders von uns, irgendjemand aus dieser großen Gruppe von Leuten läuft da halt fast täglich vorbei. Je nachdem, was das für ein Wald ist, wenn es ein Stadtwald ist von Karlsruhe, ja, unser fiktiver Karlsruher Stadtwald, den es in dieser Form so nicht gibt, wie ich ihn hier darstelle, da werden mehrfach jede Menge Leute pro Tag in stadtnahen Waldgebieten unterwegs sein. Ja. Und da kann das Reh dann den gesamten Tag über quasi nicht rauskommen, weil es könnte jederzeit ein Wanderer vorbeikommen oder jederzeit der Radfahrer vorbeifahren oder irgendwie sowas in die Richtung oder gar freilaufender Hund etc. pp. Ja. Da ist also ein 365 Tage oder sagen wir bei schlechtem Wetter bleiben sie zu Hause, 300 Tage des Jahres ist da ein Besucherdruck. Natürlich ist das nicht jeweils eine tonnenschwere lärmende Maschine, aber ein sich leise anschleichender Spaziergänger löst genauso Stress bei den Wildtieren aus, gerade wenn er versucht, sich möglichst leise anzuschleichen und solche Späße. Das darf man also auch nie vergessen. Wichtig ist nicht nur der Level des Lärms, der stattfindet und der Level der Störung, der stattfindet, sondern auch die Expositionsdauer. Die ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und da sind halt Holzerntemaßnahmen dann wirklich nicht mehr schlimm, wenn man die im Rahmen ihrer Dauer betrachtet. Gut, also nicht mehr schlimm ist relativ. Ja, natürlich sind dann hinterher Bäume tot. Das ist Forstwirtschaft, das muss man schon akzeptieren. Oder auch nicht, das muss man natürlich nicht, aber so kann ich es nur so erklären. So. Und dass jetzt Österreich dann bei uns aktiv wird, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die halt eben auf Bergwälder spezialisiert sind und viele Firmen haben, die sich, gerade wenn es jetzt wieder vermutlich um den Nordschwarzwald geht, es nicht jedes Team, das Forstarbeiten durchführt, das man dafür engagieren kann, kommt mit Bergwäldern zurecht. Und dass da Österreicher gut drin sind, liegt in der Natur der Sache, die haben nur Bergwälder, also fast. Von daher ist es übrigens, ach so, das nächste, warum holt man sich denn Fremdfirmen aus sonst woher? Insbesondere da Österreich nicht wirklich günstiger ist als Deutschland. Vor allen Dingen deswegen, weil hast du fest angestelltes Personal. Das ist auch ein Riesenproblem im Forst. Ich sage nicht, dass das gut ist. Ha? Aber es ist so, dass es viel günstiger ist, sich irgendwelche Firmen aus sonst woher zu holen, als selber fest angestelltes Personal zu haben. Jedenfalls über eine gewisse Menge hinaus. Das schöne Beispiel aus dem Saarland, das ich diesbezüglich gerne erzähle, ist, dass ein Förster im Saarland, der hat 1,5 Mitarbeiter. Ein normaler Revierförster soll eigentlich planen, soll den Wald angucken, soll Ideen haben, wie es mit dem Wald zu verfahren ist etc. pp. Soll so ein bisschen den Überblick haben, soll selber nur mal in Ausnahmefällen selbst mal zur Säge greifen. Ja, wenn sie es gerade ergibt, okay, aber normalerweise ist das eigentlich nicht seine Aufgabe. Und dafür, dass dann zur Säge gegriffen wird, hat man im Saarland 1,5 Mitarbeiter.
Also einen hast du wirklich und dann hast du noch einen halben, den musst du mal dem Kollegen ausleihen, dann steht er dir mal selber zur Verfügung und dann musst du ihn wieder dem Kollegen ausleihen und je nachdem, was ansteht, musst du deinen, der dir komplett allein gehört, auch mal dem Kollegen ausleihen, weil da was Großes ansteht und umgekehrt kannst du dir da auch mal den kompletten ganzen Mitarbeiter ausleihen und hast dann sogar drei, also die zwei halben und die zwei anderen. Das ist ein miserabler Personalschlüssel. Warum ist das so? Und das ist übrigens nicht nur im Saarland so, gar nicht. Ja? Das ist einfach nur das konkrete Beispiel, das ich gerne nenne. Weil Festangestellte sind sauteuer, die kosten Krankenversicherung, die kosten Rentenversicherung, die gehen irgendwann in Rente. Dann musst du Nachschub suchen, du musst sie bezahlen, wenn sie krank sind. Insbesondere wenn sie kurz vor der Rente sind, sind sie wahrscheinlich ein bisschen mehr krank, als wenn sie super jung sind. Wenn es schlechtes Wetter gibt, musst du sie auch bezahlen, dann haben die Urlaub etc. pp. Ja? Und das macht festangestellte Leute schon saumäßig teuer. Andererseits bräuchte man die schon. Und die haben den Vorteil, wenn man von denen relativ viele hätte und sich die leisten würde, dann bleiben die ihr Leben lang vermutlich im selben Forstbetrieb, bewirtschaften denselben Wald und siehe da, dann ist denen plötzlich wichtig, dass dieser Wald dann auch schön ausschaut, weil den bewirtschaften sie ihr Leben lang. Also zumindest ihr Berufsleben und danach gehen sie drin spazieren. Hoffentlich noch viele, viele, viele Jahrzehnte. Hinterher drin spazieren gehen. Und das ist was anderes und denen liegt natürlich mehr an einer möglichst schonenden Ausführung ihrer Arbeit als einem Wanderarbeiter in Anführungszeichen, einem Forstunternehmer, der halt eben Forstdienstleistungen egal wo anbietet. Er kommt vorbei, er bringt die Technik mit, du sagst ihm, du möchtest gerne das Holz hier jetzt da bitte an der Waldstraße liegend haben und dann sagt er dir, wie viel er dafür haben will und dann macht er das für die Kohle und hinterher kannst du das Holz verhökern und kriegst halt den Gewinn ist dann deiner, ja, und du brauchst nicht extra für diesen Zweck jede Menge Personal vorzuhalten. Auch wenn die eigentliche Holzerntemaßnahme mit eigenem Personal dann kurzfristig mal billiger wäre, also der Preis, den du für die Ernte selbst bezahlst, ist, wenn du einen Unternehmer dafür holst, viel höher, als wenn du es mit eigenen Leuten machst, aber der Unternehmer kostet auch nur für die Ernte und dann ist er wieder weg und kostet dich gar nichts. Also das nun mal am Rande. So wirtschaftliche Aspekte. Gut. Jetzt die Österreicher. Tiere sterben am Herzinfarkt. In manchen Gegenden ist das Internet noch nicht gut genug. Kabel werden verlegt. Aufgerissene Straßen wird es so an gesunden gesunde Bäume geschmissen. Dass nach der ganzen Aktion viele Bäume mit der berühmten roten Schrägstrich markiert sind, die vorher vollkommen in Ordnung waren. Ja, das nennt man dann halt eben Kollateralschaden, vorsichtig ausgedrückt. Ist sowas scheiße? Ja. Kann ich da irgendwas zu sagen? Nein, das ist halt scheiße. Ja. So. Ganz zu schweigen von neuen Industriegebieten mit beschmissenen Ausgleichsflächen, die nie und nimmer dementsprechend werden, was vorher war. Ja, Ausgleichsflächen. Da habe ich mal ein bisschen was beim Autobahnneubau zu erzählt. Mal so grundsätzlich, wie diese Ausgleichsmaßnahmen und so weiter und so fort funktionieren. Aber mache ich auch gerne hier nochmal ein bisschen in kürzerer Form. Und zwar folgendermaßen. Wenn du irgendwo permanenten Schaden an der Natur, was immer die Natur genau sein soll, das ist schwer zu fassen. Aber wenn du zum Beispiel Wald rodest, weil da Telefonmast hingestellt werden soll beispielsweise, dann musst du als derjenige, der da den Wald gekauft hat, um ihn zu roden, um da einen Telefonmast hinzustellen, zum Beispiel die Telekom, um mal irgendein mögliches Beispiel zu nennen, die das auch tatsächlich tun, dann musst du eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für den gerodeten Wald machen, weil die Waldfläche soll darf dadurch nicht kleiner werden, sondern muss dann eben entsprechend ausgeglichen werden. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ja, in einer gerechten und fairen Welt, da wäre es so, dass man direkt neben der Fläche, wo man den Wald gerodet hat, um den Telefonmast hinzustellen, einen neuen, gleichwertigen oder besseren Wald hinstellt. Puff! Und da steht er. Ja, und damit ist das Problem gelöst.
So, dass jetzt Puff nicht geht, das kann man jetzt niemandem wirklich vorwerfen, außer vielleicht Harry Potter, dass der das nicht hinkriegt. Aber du müsstest im Grunde direkt nebendran auf einem gleichwertigen Standort, sprich gleich guter Boden, gleich gute Wasserversorgung, mindestens gleich gut bis oder besser, solltest du die gleiche Fläche oder mehr zur Verfügung stellen. So, in der Praxis funktioniert das so gut wie nie. Tatsache. Ja, das ist nahezu ausgeschlossen, weil wenn du mitten im Wald das Ding gerodet hast, dann kannst du nebendran nicht noch einen zusätzlichen Wald hinstellen, weil da ist ja schon Wald. Wo soll der herkommen? Das heißt, du brauchst irgendeinen Acker neben einem Dorf, der gehört aber irgendwem, da ist kein einziges Stück Acker frei, niemand will verkaufen. Mist, ja was jetzt? Ja, dann gehst du halt noch weiter weg. Und dann kriegst du irgendwo in sonst wo einen Acker, wo du das Ding dann wieder aufforsten kannst. Und möglicherweise machst du das auch gut und da steht dann auch wieder ein guter Wald, aber der ist halt im Sonstwo. Und die Leute vor Ort und die Tiere vor Ort haben da halt gar nichts von, dass irgendwo in Sonstwo jetzt ein ähnlich großes Waldstück plötzlich dazugekommen ist, wie wir hier verloren haben, für unseren Funkmast. Deswegen sind diese Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Praxis eigentlich für die Region selbst nur begrenzt geeignet. Also sehr großflächig betrachtet finden sie schon statt. Und dann die Sache mit der Fläche. Es gibt auch Fälle, da ist es nicht möglich, die Fläche irgendwie zu kompensieren. Weil selbst im großen Umkreis einfach überhaupt keine Fläche zur Verfügung steht, wo man alternativ jetzt noch einen Wald draufstellen könnte, an die man rankommen würde, ohne gleich jemanden enteignen zu müssen. Und enteignen schließt sich normalerweise aus. Also das wüsste ich nicht, dass das jemals stattgefunden hat, um eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme durchzuführen. Wäre, glaube ich, auch verfassungswidrig, weiß ich gar nicht. Müsst ihr jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Ja, jedenfalls, was man dann macht, ist, man wertet einen vorhandenen Wald ökologisch auf. Ja, und das ist per se auch ganz schön und das sind auch ganz nette Maßnahmen, aber die erhöhen dann nicht mehr unbedingt hinterher die Waldfläche, sondern beziehungsweise gleichen den Verlust der Waldfläche aus, so rum, sondern du hängst zum Beispiel Nistkästen für Fledermäuse in irgendeinen Wald, in dem es vorher keine Fledermaus-Nistkästen gab. Ist das jetzt gut? Ja. Gleicht das den Verlust von woanders Waldfläche aus? Ja, da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten. Ich finde nicht, es sei denn, es sind sehr, sehr viele Fledermauskästen, die man da aufhängt. Und oder ganz beliebtes Ding, Gewässerrenaturierung, ja, oder Gewässeraufwertung. Du hast irgendwo 3 Hektar Wald gerodet und dafür stellst du jetzt 17 Pappeln entlang von irgendeinem kanalisierten Fluss. Jetzt sieht der kanalisierte Fluss ein bisschen schöner aus. Irgendwelche Tiere können sich zwischen den Wurzeln der Pappeln verstecken. Und diejenigen, die da am Fluss wohnen, freuen sich vielleicht drüber. Und das war's. Ja, und dafür fehlen woanders 3 Hektar Wald. Also Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind definitiv auch mal was, wo man drüber nachdenken könnte, ob man da nicht mal ein paar Reformen macht. Es gibt auch Positivbeispiele. Manche Firmen sind, weil sie keinen Shitstorm haben wollen oder aus eigener Motivation, vielleicht auch das, bereit, viel mehr Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen, als sie rechtlich verpflichtet wären. Und wenn man davon genug macht, dann gleicht sich's irgendwann tatsächlich aus. So, und noch eine weitere große Dunkelziffer und ein großes Problem bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen besteht vor allen Dingen auch darin, dass die oft zeitlich begrenzt sind. Ja? Also, deine Ausgleichsmaßnahme besteht darin, dass du hier einen Haufen Kies hinschüttest und auf dem sollen sich jetzt die smaragdene Kiesechse wohlfühlen. Die gibt's nicht, egal. Aber nehmen wir mal an, es gäbe sie und sie soll sich jetzt da wohlfühlen. Ja? Und da kippst du ihr einen Haufen hin und jetzt besteht in deinem Vertrag für deine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme, du sollst da den Haufen nicht nur hinkippen und nicht nur die Smaragdeidechse da aussetzen, sondern du sollst auch noch 10 Jahre gucken, dass es ihr da auch gut geht und ihr Wasserschälchen wieder auffüllen und ich spiele hier mit einer Brombeerast und jetzt habe ich Brombeere im Finger. ja, das kann passieren im Wald, ne? Und das machst du auch brav 5 Jahre und danach hörst du da auf, weil es bist du zu nichts mehr verpflichtet und der Steinhaufen, Kieshaufen wächst zu mit Robinie und die Echse mag aber keine Robinie und statt der Echse, die jetzt da wieder ausstirbt, weil sie keine Robinie mag, hast du jetzt da halt einen Kieshaufen mit Robinie drauf. Ist der ökologisch wertvoll? Nö.
Ja? Und so kommt das, das kommt relativ häufig vor, dass eben einfach die zeitliche Komponente, wie lange muss man sich kümmern um diese Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme, die man da jetzt gerade erbracht hat, dass diese zeitliche Komponente in keinem Verhältnis zur notwendigen Zeit für ökologische Prozesse, Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis Jahrtausende, das steht in keinem Verhältnis. Und ja, gibt auch Fälle, da ist es echt nicht so schlimm, wenn du ein bisschen Fichtenforst, sagen wir mal ein Viertel Hektar Fichtenforst rodest, um da einen Telefonmast reinzustellen. Ist das ein riesen ökologischer Verlust von Artenvielfalt? Nö. Langt's dann, wenn du irgendwo anders im Wald auf meinetwegen 5 Hektar ein paar Fledermaushäuschen aufstellst? Ja, schon. Vom Gesamtverlust von Waldfläche jetzt mal abgesehen. Aber bei so winzigen Flächen, dafür hat irgendjemand anders keine Lust mehr, seinen Acker zu mähen und irgendwann verwaltet der auch. Von daher kommt da schon auch noch ein bisschen auf natürlichem Wege, ein bisschen Wald nach hier und da. Ja, bisschen, Betonung auf bisschen. Das darf man jetzt auch nicht zu stark von ausgehen, dass der von alleine sich ausbreitet. Gut, ganz zu schweigen von neuen Industriegebieten mit hingeschmissenen Ausgleichsflächen, die nie und nimmer dem entsprechen werden, was vorher war. Ja, das haben wir gerade gesprochen. Beispiel dafür Holzbronn, danke Herr Kömpf, kenne ich nicht, Unterhausgstädt, Ehegarten 2, Neuhausen, Engelsbrand, das könnt ihr alles selber lesen. Konkrete Beispiele, das kenne ich alles, habe ich alles nicht mitbekommen. Bin ich alles so nah dran, auch doch offensichtlich nicht. Und dann kommt es ja nun, wie es sein soll, mit der Windkraft. Holzen wir den Wald dafür auch noch ab, statt brachliegende Freiflächen zu nutzen? Wie paradox ist das eigentlich? Das hängt halt eben davon ab, haben wir aber auch neulich erst besprochen, wo ist halt der Wind? Die Windkraftanlage muss halt dahin, wo der Wind ist. Gibt es da eine Freifläche, spricht nichts dagegen, die dann auch zu verwenden. Es sei denn, diese Freifläche ist der Acker direkt neben dem Dorf und das Dorf hat keine Lust auf Windkraftanlage und macht eine Bürgerinitiative gegen die Windkraftanlage und dann kannst du da 20 Jahre lang keine bauen, nicht weil es technisch nicht möglich wäre, sondern wegen der Bürgerinitiative. Das mag ja auch gerechtfertigt sein, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber darum nicht auf die Freifläche. Und im Wald gibt es keine Bürgerinitiative, beziehungsweise das Mitspracherecht von den Bürgern nebendran, wenn es jetzt nicht ein Gemeindewald ist, da haben sie natürlich schon ein gewisses Mitspracherecht, sofern sie zur entsprechenden Gemeinde gehören. Aber wenn es ein Privatwald, ein großer Privatwald von irgendwie dem Fürst von Hauzu und Anhalt ist, dann kann der dann plus minus schon eine Windkraftanlage reinstellen, wenn er lustig zu ist. Es sei denn, es ist im entsprechenden Bundesland grundsätzlich ausgeschlossen, das zu tun. Ja. Ja, und da wäre es natürlich geschickter, wenn man eine Freifläche, falls man gerade eine hat, für sowas nimmt, anstatt Bäume zu fällen. Wäre auch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus viel interessanter. Da muss man nämlich, wenn man die Fläche abkauft, also der Windradbetreiber, der wird ja in jedem Fall die Fläche auch gerne mindestens mal pachten oder besitzen wollen. Und in jedem Fall, wenn er sie pachtet, müsste er das Holz, was da gefällt wird, die Holzfällarbeiten selber bezahlen. Das Holz kriegt aber der Eigentümer der Fläche. Ja? Oder er kauft halt auch gleich mit, dann müsst ihr es aber zu guten Preisen einkaufen. Also in jedem Fall, derjenige, der ein Windrad aufstellen möchte, der hat nichts davon, wenn da vorher Bäume stehen. Entweder kauft er sie vorher zu einem höheren Preis, als er letztendlich dafür bekommt, wenn er sie umschneidet. Oder irgendwie sowas in die Richtung jedenfalls. Ist klar, was ich meine, ne? Gut, und langsam gibt es ein Ende, ist absehbar. So, außerdem sieht der Wald aus wie Sau, wenn mit schwerem Gerät, auch erstaunlich bei uns, auch mit leichtem Gerät reingegangen wird. Auch die Privatforstwirtschaft laden inzwischen so Monstertraktoren, dass die mit dem Ganzen die Krone aussetzen. Muss das so sein? Es gibt genug Dokumentationen von geradezu barbarischen Zuständen, wie es vor einigen Jahren im Schönbuch gezeigt wurde. Da war ich jetzt mal, da weiß ich jetzt auch, wie es da ausschaut, beziehungsweise ausgeschaut hat. Da war ich nämlich auch vor ein paar Jährchen. Genau. Ach ja, und die Wegesränder werden natürlich noch mehr in Waldautobahnen verwandelt, damit das Holz besser transportiert werden kann. Aber das nur, um diesen Rändern eventuell bestimmte Pflanzen oder Pilze leben. Das ist alles. Ja, ihr könnt es selber lesen. Ne? Ich bin heute wirklich schlecht im Vorlesen. Und ich muss hier kurz den Puschel drauf machen, weil jetzt kommt hier Wind. Wo habe ich denn den Puschel? Puschel!
Puschel. Natürlich sollte ich solche Sachen eigentlich rausschneiden, aber ich glaube, ich sehe schon, ich bin da zu faul zu. Also müssen wir jetzt kurz warten, bis der Puschel. Okay, ab sofort mit Puschel. Und jetzt versteht man mich hoffentlich auch wieder. Gut, was war denn? Ah ja, die Forstmaschinen. Die Forstmaschinen, das ist halt auch wieder finanzielle Gründe. Machst du es ohne Maschine, kann man konkrete Zahlen nennen. So im Schnitt brauchst du so im durchschnittlichen Wald, der ohne jetzt große Hänge und ohne irgendwelche Sumpfgebiete, so ein stinknormaler Wald, wenig Steigung, wenig Hang, also so richtig Hang, da brauchst du, wenn du mit dem Harvester arbeitest und Fichte fällst, beziehungsweise Fichte verarbeitest, da bist du so irgendwas zwischen 14 und 20 Euro pro Kubikmeter Holz, der da rausgeholt wird. Jetzt erstmal reine betriebswirtschaftliche Kosten. Ob jetzt, wenn du das von einem Unternehmer machen lässt, der dann ein bisschen mehr Geld verlangt, ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht ist es auch einfach der Bauer nebendran, der es mit dem Traktor so ein bisschen im Nebengewerbe macht und dann günstige Preise anbietet, weil er Spaß dran hat. Das kann auch sein. Aber irgendwie sowas um den Dreh zahlst du da. Ja, wenn du es vom Forstwirt mit der Motorsäge machen lässt, da bist du dann locker bei 30, 40, ja, sowas um den Dreh, so 30 bis 40 Euro pro Kubikmeter Holz, das du da rausholst. Ja? Und unabhängig jetzt davon, ob du den selber eingestellt hast oder ob du dir einen von Fremd holst, beziehungsweise ja, von Fremd ist schon nochmal ein bisschen teurer. Ja, also sowas um den Dreh. Also grob kann man sagen, ungefähr das Doppelte, wenn da, wo es möglich ist, nicht der Harvester eingesetzt wird. Und je nachdem, was für ein Holz da gemacht wird, wenn es jetzt zum Beispiel Käferholz ist, für das man eh weniger Geld bekommt, oder Sturmholz, da geht es dann auch um Menschenleben, weil die schwere Maschine kann da recht einfach drin hantieren, ohne dass jemand gefährdet wird. Wenn dann ein zerbrechliches Menschlein mit Motorsäge drin rumrennt, dann kann das sehr wohl kaputt gehen. Und viele Forstwirte wollen heute auch nicht mehr unbedingt im Sturmwurf unterwegs sein, ohne schweres Gerät. Weil sie gelernt haben, mit schwerem Gerät komme ich nach Hause zur Familie. Ohne schweres Gerät könnte es mir gehen wie zahlreichen, richtig vielen Kollegen, die nicht mehr nach Hause zur Familie gekommen sind. Also das kann man nun wirklich, wirklich keinem draußen im Wald praktisch Arbeitenden einen Vorwurf machen, wenn der bei Sturmwürfen sagt, da holen wir den Harvester, dann kommen wir alle heile nach Hause. Ja, also das kann man nun beim besten Willen nicht verlangen. Gut, aber abseits vom Sturmwurf gehen tut schon. Ist halt sauteuer. Ja? Und da haben wir wieder das liebe Geld. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, böse Forstwirte wollen super reich werden. Super reich wirst du mit Wald eigentlich nicht. Es sei denn, du bist halt irgendein Adelsgeschlecht, das so richtig, richtig, richtig viel Wald hat, die sich dann damit richtig gut finanzieren können und wirklich ordentlich Kohle haben. Das ist was anderes. Ja? Aber Otto Normalverbraucher und auch nicht eine Gemeinde und auch nicht die jeweiligen Bundesländer richtig, richtig reich werden die mit Wald eigentlich nicht. Ja? Also das sind jetzt keine unglaublich hohen Beträge. Spielt eine Rolle? Ja, absolut. Absolut, ja. Aber ja, so viel Geld ist da jetzt auch wieder nicht im Umfluss. Genau. Die barbarischen Zustände im Schönbuch. Ja, vor ein paar Jahren. Und wie sieht es da jetzt aus? Wieder ganz ordentlich, habe ich den Eindruck. Ich war jetzt auch nicht so oft jetzt da in der Ecke, aber es ist so ein grundsätzliches Phänomen. Hohe, viele, starke, große Holzerntemaßnahmen, die machen auch große, starke und ordentliche Spuren, hinterlassen sie an Wegen, hinterlassen sie an Rückegassen, hinterlassen sie im Waldbestand selber. Diese großen, schlimmen, schwierigen Spuren sind spätestens nach 3 Jahren kaum noch sichtbar. Das ist eigentlich fast immer so. Ja, eine Holzerntemaßnahme sieht schlimm aus in dem Winter, in dem sie durchgeführt worden ist, noch im Frühjahr, nachdem sie durchgeführt worden ist. Im Sommer siehst du davon schon gar nicht
nicht mehr so viel, weil da schon einiges zugewachsen. Im nächsten Winter kannst du dann wieder ein bisschen was erkennen. Im übernächsten Winter ist dann kaum noch was zu sehen. Und dann irgendwann muss man schon noch Experte sein, überhaupt noch feststellen zu können, dass hier vor ein paar Jährchen noch eine größere Holzerntemaßnahme stattgefunden hat. Und das, was ich im Schönbuch gesehen habe, jetzt habe ich nicht den gesamten Schönbuch abgesucht, aber das waren alles noch im Rahmen. Das war alles so ein bisschen an der Grenze, so nach dem Motto, wir haben hier eine sehr große Maßnahme durchgeführt. Das ist wirtschaftlich interessant, aber es war noch nicht über der Grenze, wo man aus fachlicher Sicht wirklich sich beschweren müsste und sagen, hier hast du aber mal zu sehr goldene Euro-Zeichenbrille aufgehabt und ökologische Belange des Waldes oder auch Erholungsnutzen des Waldes völlig ignoriert. Das kann ich beim besten Willen nicht behaupten. Und die Beispiele für den Schönbuch, wie gesagt, die kenne ich. Ja? Kurzfristig mag es schlimm aussehen, aber es wird halt immer eben der Zeithorizont, der wird halt vergessen. Ja? Holzerntemaßnahme ist alle 10, alle 20 Jahre, schlimmstenfalls alle 5 Jahre, aber nur in Ausnahmefällen, dann sind es kleine Maßnahmen. Riesenholzerntemaßnahmen alle 5 Jahre kannst du nicht machen, so schnell wächst der Wald nicht, in keinster Weise. Ja? Und das muss man halt immer, diese Zeitkomponente, die muss man damit einfließen lassen. Hatten wir bei mir hinter meinem Heimatdorf, hatten wir das auch mal. Da lag auch mal tierisch viel Holz im Wald rum und alle haben sich aufgeregt. Oh, wo kommt denn das ganze Holz her? Der ganze Wald ist weg. Und 2 Jahre später, ja, musste Forstwissenschaftler oder Forstwirt oder Förster sein, um überhaupt noch zu erkennen, dass da vor 3 Jahren durchforstet worden ist. Ja, also, oder vor 5 Jahren, ja, sowas in den Dreh, müssten es inzwischen sein. Das siehst du nicht mehr. Wenn das gut gemacht ist, ist das 2-3 Jährchen hinterher nicht mehr zu sehen. Und die nächsten 20 Jahre, zumindest im Fall von meinem Dorfwald, ist da auch Ruhe auf den gleichen Flächen. Ja, dass dann woanders im Wald irgendwann auch mal eine größere Holzerntemaßnahme ansteht, gar keine Frage. Natürlich, ist so. Ja, aber es sollte eigentlich immer, wenn er nicht komplett weg ist, wie Beispiel Hannover-Schmünden mit 90% Waldverlusten, Forstverlusten im Stadtwald, Stadtfreifläche, muss man sie ja inzwischen nennen. Ja, wenn sowas nicht ist, dann ist es innerhalb von ein paar Jahren meistens wieder erledigt. Ja. Aber ja, so fair muss man schon auch sein, wenn jetzt irgendwelche Leute aus dem Naturschutzsektor daherkommen und sagen, das ist alles böse, böse, schlimm, 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 das könnte man alles viel schonender machen. Das stimmt. Ja. Also das ist vollkommen richtig. Man könnte das alles viel schonender machen. Man könnte da viel mehr Rücksicht auf die Belange der sonstigen, der Natur um das Holz, das man nutzen möchte, drumherum, nennen wir es mal so, könnte man viel mehr Rücksicht drauf nehmen. Das müsste man dann aber eben bereit sein zu bezahlen. Und das bedeutet in einer globalisierten Wirtschaft, dass man deutsches Holz nur noch völlig zu utopischen Preisen kaufen könnte, während man das weiterhin zum Teil immer noch nach wie vor illegal, auch innerhalb der EU illegal abgeholzte Holz aus insbesondere Ost, dann halt zu super günstigen Preisen bekommt. Und wenn jemand sein Leben lang gespart hat, um sich jetzt doch noch ein Häusle zu bauen und tatsächlich das Geld mit Hilfe von einem kleinen Kredit oder wie auch immer zusammen hat, um sich ein Häusle zu bauen, aber sein Leben lang dafür sparen muss. Wir reden nicht von irgendeinem Immobilienmogul oder sonst was, sondern wirklich ein stinknormaler Handwerksmeister meinetwegen. Ja? Der hat sich jetzt die Möglichkeit eben erarbeitet, sich ein Häuslein zu bauen und der kann dann wahrscheinlich nicht noch 30-40% Aufschlag, weil er ein Holzhäuschen haben möchte, wäre eine tolle Idee, sich einfach nicht leisten, schlicht und ergreifend. Dann nimmt er halt unbekanntes Holz aus sonst wo, das hält genauso, das ist genauso qualitativ sehr, sehr vergleichbar wie unser Holz, vielleicht nicht unbedingt immer genauso gut, aber sehr, 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 sehr vergleichbar. Der kann sich das nicht leisten. Der nimmt dann das Holz aus sonst wo. Und das stammt dann aus irgendwelchen finsteren Machenschaften im Wald, die sich keiner anguckt, über die keiner geschimpft hat, weil niemand gesehen hat, wie das Holz damals geschlagen worden ist. Und da habe ich dann lieber hin und wieder mal einen verschlammten Waldweg vor der Haustür, als das noch mehr als ohnehin schon, das findet ja sowieso statt, noch mehr als ohnehin schon Holz aus sonst wo importiert wird. Das ist meine Meinung. So, ein Aspekt meiner recht komplexen Meinung.
So, die Sache mit den Wegesrändern, ja, dass die Wege immer breiter werden und dann die Wegesränder verschwinden, ja, aber dann gibt es ja wieder neue Wegesränder. Wenn du den Weg breiter machst, dann ist er hinterher breiter und hat wieder einen Rand. Und die Samen von zumindest mal den Pflänzchen, die am Wegesrand gelebt haben, die werden auch den neuen Rand nochmal aufsuchen. Ja, gerade Pflanzen, die in der Lage sind, einen Wegrand zu besiedeln, das sind ja keine guten Böden, das sind ja schwere Durchwurzelungsbedingungen. Das brauchen manche Pflanzen auch, beziehungsweise was heißt, sie brauchen es? Sie sind darauf spezialisiert und sind da konkurrenzfähiger als andere. So gesehen brauchen sie es. Sie würden aber auch einen guten Boden nehmen, wenn man ihnen dann den zur Verfügung stellen würde. Siehe Topfpflanze oder ähnliches. Aber ja, die schaffen es auch an den neuen Wegrand. Die sind dann kurzfristig mal weg und dann sind sie wieder da. Aber völlig richtig, Wegeverbreiterung verbraucht zusätzlich Fläche, industrialisiert die Feinerschließung des Waldes noch mehr. Ist das schön? Nein, das ist überhaupt nicht schön. Ist das teilweise notwendig? Vielleicht, kommt auf den Einzelfall an. Ja. Aber schön ist es auf keinen Fall. Neulich habe ich es mal formuliert als, ist es schlimm, 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 schlimm. Das nicht, aber schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm ist es schon. Ja? So. Und ja, wie gesagt, kommt auf den Einzelfall an, ob das sein muss. Darf im Zweifel sowieso mehr oder weniger derjenige ziemlich alleine entscheiden, dem der Wald halt letztendlich gehört. Klar ist Wald schon irgendwo was anderes als ein privater Garten hinterm Haus. Aber auch der steht nun mal im Eigentum von irgendwem. Das kann halt eben das Land sein, das kann eine Gemeinde sein, das kann in manchen Fällen, das heißt beziehungsweise in manchen Fällen, wir haben fast die Hälfte des deutschen Waldes ist Privatbesitz. Ja, davon einige wenige Großprivatwaldbesitzer und ganz viele, die ein winzig kleines Stückchen Wald haben, mit dem sie im Grunde ganz allein nichts anfangen können, wo sie sich dann zusammentun zu irgendeiner Forstbetriebsgemeinschaft und dann funktionieren sie wie ein ganz normaler Forstbetrieb, nur dass der dann halt eben aus ganz vielen Privatleuten besteht. Ja, also so irgendwie in die Richtung kann es organisiert sein. Das nur am Rande für diejenigen, die das noch nicht wussten. Ja. So funktioniert die Welt. Ja, man darf selbstverständlich gerne an der Welt rumnörgeln, dass ich aber an der Tatsache, dass man Grund und Boden besitzen kann, ob das jetzt gut ist oder nicht, ich würde sagen, es ist eher nicht gut, aber es ist erstmal so. Ja, daran wird sich in den nächsten Jahrzehnten bestimmt nichts ändern. Wüsste nicht, halte ich für sehr unrealistisch. Ja. So, der Wald ist halt wie gesagt dahingehend Sonderstatus, weil er einerseits ganz normal wie Wiesen, Acker, Garten neben dem Dorf ganz normal erworben werden kann, ganz normal bewirtschaftet werden kann. Es ist landwirtschaftliche Nutzfläche ein Stück weit, ja, forstwirtschaftliche Nutzfläche. Forstwirtschaft zählt auch als Landwirtschaft, wenn man das so möchte. Gleichzeitig haben wir aber eben, und da können wir durchaus dankbar für sein, es könnte nämlich auch sein, dass wir das nicht haben, eben das schöne Sonderrecht in Deutschland. Man denkt ja, man hätte so wenig Rechte im deutschen Wald. Stimmt gar nicht, man hat das fast immer ein Betretungsrecht, dass man sich im Wald aufhalten darf zum Zwecke der Erholung, egal wem der gehört. Das heißt, ein Waldbesitzer, auch ein Privatwaldbesitzer, kann die nicht einfach aus seinem Wald rausschmeißen, sofern du da jetzt nicht irgendwie randalierst und Bäume anzündest oder sonst was machst, hast du das Recht, dich zum Zwecke der Erholung in jedem x-beliebigen Wald aufzuhalten. Der darf auch keinen Zaun um seinen Wald drumherum stellen. Das hat einen sehr, sehr, sehr guten Grund, weil Schweinepest gerade drin gasiert oder sonst wie. Dann vielleicht schon, aber unter normalen Bedingungen kriegt man einen Waldbesucher selbst aus dem eigenen Wald eigentlich nicht raus. Ja? Außer der wohnt da. Dann ist wieder nochmal was anderes, rechtlich gesehen. Ob das dann ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema. So, sind manche Förster nicht richtig ausgebildet? Natürlich. Selbstverständlich gibt es schwarze Schafe. Natürlich. Wo nicht? Ja? Man nenne mir einen Bereich, in dem nur unglaublich qualifizierte Kollegen und Kolleginnen arbeiten und niemand ein Depp ist. Den Bereich, da würde ich gern schaffen. Ja, das wäre toll. Ja, manchmal ist man auch selber der Depp, auch ich.
Aber ja, selbstverständlich. Grundsätzlich muss man ja dazu sagen, ein Förster, sofern der eine akademische Ausbildung genossen hat, was ja in den letzten Jahrzehnten meines Wissens der Fall gewesen ist. Davor ging es auch noch anders. Die sind übrigens durchaus sehr gut, die Leute, die das noch anders gelernt haben. Ne? In vielen, vielen Fällen wirklich sehr, 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 sehr gut. Soll es also nicht heißen, dass das was Schlechtes ist, wenn du jetzt nicht eine akademische Ausbildung durchlaufen hast. Bulimie lernen ist so ein wesentlicher Punkt, der mir, wenn ich an mein Studium zurückblicke, ich selber habe das nie so richtig hinbekommen, aber schade eigentlich. Ja. Rückwirkend hätte ich es mal lieber gekonnt, aber der mir wirklich sehr sauer aufgestoßen ist, den es heute noch gibt und der, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten Jahrzehnten irgendwie zu beseitigen wäre. Soll heißen, du lernst gezielt den Stoff, den du für die Prüfung brauchst. Und eine Prüfung in einer relativ kurzen und abgespeckten Variante in Form von einem Zettel, wo du Fragen beantworten sollst, wo es eine Musterantwort gibt, die du möglichst genau treffen sollst, so eine Prüfung wird es weiterhin immer geben, solange wir viele Leute mit wenig Personal ausbilden müssen und da wüsste nicht, wie das zu ändern sein sollte. Da wird es das immer geben. Ja? Und wenn diese Klausuren, die da geschrieben werden, fair sein sollen, dann müssen diese Klausuren eben entsprechend auch jedes Mal einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad haben. Und damit gibt es, da sich das Stoffgebiet nicht von Jahr zu Jahr völlig verändert, da wird ja nicht jedes Jahr was völlig Neues unterrichtet und es gibt völlig neue Fragen zu völlig neuem Stoff, gibt es Fragen, die sich nach und nach irgendwann automatisch wiederholen müssen. Dafür kann der Prüfer nichts, dafür kann der Prof nichts, dafür kann die Uni gegebenenfalls auch nichts. Die Fragen müssen, um fair zu bleiben, um jedes Jahr einen gleichen Schwierigkeitsgrad zu haben, sonst könnte man sich auch beschweren, dass man ungerecht behandelt wurde, weil 3 Jahre vorher war das Studium viel einfacher, 4 Jahre später ist es nochmal super viel schwerer und was mache ich jetzt, wenn ich in der Mitte bin? Wie kann man Bewerber dann vergleichen, wenn es im einen Jahr so schwer, im nächsten Jahr so schwer ist und die Abschlüsse 2017 bis 2019 taugen nichts und der von 2016 war noch prima, dann wird es unglaublich ungerecht. So, also das heißt immer wieder gleich schwere Fragen, ähnliches Niveau der Prüfungen und das führt dann natürlich dazu, dass wir irgendwann bekannte Prüfungsfragen haben, weil die irgendwann durch die Wunder der Technik, des Internets, der Leute, die sich die Prüfungsfragen tatsächlich während der Klausur noch merken, wenn sie eh schon wissen, dass sie durchfallen, können sie wenigstens die Fragen auswendig lernen, um sie nächstes Mal dann zu wissen, ja, und möglicherweise beim Zweitversuch die Klausur zu bestehen. Soll Leute geben, die sowas schon mal gemacht haben oder sich daran zumindest per Thinking, ja, als Think Tank, der Club der Studenten, die zur Klausur gehen und wissen, dass sie nicht bestehen werden. Mag sein, dass sich da irgendjemand schon mal dran beteiligt hat an sowas. Bin ich nicht stolz drauf, aber ja, das sind halt so Methoden. Das gibt's in jedem Studiengang. Das gibt's nicht nur beim Forst, aber eben auch beim Forst. Ja, und das führt dazu, dass du in vielen Fällen Klausuren bestehen kannst, indem du vom Fachgebiet natürlich keine Ahnung hast, aber die Fragen kennst, die Musterantworten auswendig gelernt hast und das kotzt du dann aufs Blatt, vergisst hinterher sämtlichen Stoff, hast aber am Ende trotzdem einen Zettel, wo draufsteht, du bist jetzt Master of Science, Forst- und Holzwissenschaften zum Beispiel oder Forstwissenschaften allgemein oder such dir irgendeine Uni in Deutschland aus oder eine Fachhochschule, die haben alle dasselbe Problem. Es ist nicht so, dass da irgendwer viel besser wäre als die anderen. Ja? Also da will ich wirklich niemanden konkret an den Pranger stellen, allenfalls das ganze System. Ja? Darüber könnte man mal nachdenken, aber ich weiß auch keine Lösung. Das haben wir damals schon in der Hochschulpolitik, daran habe ich mich immer reichlich beteiligt, haben wir das massiv diskutiert, was man denn da machen könnte gegen dieses Bulimie-Lernen, gegen das Fragen vorher kennen etc. pp. Macht das Studium dann doch schwerer? Das ist das Nächste. Willst du als Student dein eigenes Studium schwerer machen? Willst du das wirklich, wenn du ohnehin schon durchaus Schwierigkeiten hast, deine Klausuren zu bestehen? Ja, und Klausuren nicht gerade dein Lieblingshobby sind? Sau schwierig. Sau, 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 sau schwierig. Und ja, ja. Jedenfalls führt das dazu, dass eben in vielen Fällen sich mehr oder weniger zum Abschluss hingemogelt werden kann. Das fällt spätestens auf, wenn man dann im Bewerbungsgespräch keine Ahnung hat. Manchmal fällt es erst auf, nachdem man seinen Job hat. Ja? Und dann hasten und wenn du keine super groben Schnitzer machst, sondern nur grundsätzlich einfach schlecht darin bist, was du da tust und lieber was anderes geworden wärst. Fürs Rausschmeißen reicht's nicht, für eine vernünftige Erledigung der Arbeit reicht's auch nicht. Irgendwann lässt man dich halt tun, wie du tun willst, weil sich ständig mit dir anzulegen hat der Chef auch keine Lust. Hoher Blutdruck und solche Dinge passieren.
und das ist bei weitem jetzt sicherlich nicht nur im Wald der Fall, aber gibt es Förster, die keine Ahnung von ihrem Job haben? 100%. Natürlich gibt es die. Sind das viele? Ich denke nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich denke, in den allermeisten Fällen sollte es auffallen im Bewerbungsverfahren. Oder spätestens dann, du wirst ja nicht einfach so, du kommst ja nicht aus der Uni und bist Förster, puff. Ja? Oder auch aus der Hochschule und bist Förster, puff. Sondern da gibt es ja immer noch Testjahre dazwischen, Referendariate und einfach Jahre, wo du eingewöhnt wirst. Das kann durchaus sein, dass du in diesen Jahren dann auch deinen Job noch richtig lernst. Selbst wenn du an der Hochschule, Uni, nichts gelernt hast. Dann lernst du es dann halt dann vor Ort und dann kannst du schon irgendwie deinen Job in vielen Fällen. Aber die Qualifikation ist nicht so hoch, wie sie sein könnte, wenn man in seiner Ausbildung, Studium, wirklich, wirklich sich Mühe gegeben hätte, richtig, richtig auch was zu lernen und nicht nur für die Klausur schnell ein bisschen was auswendig zu lernen, aufs Blatt zu kotzen und dann hinterher wieder Party zu machen. So. Ich kann das ohne schlechtes Gewissen sagen, weil ich laber jetzt hier schon eine ganze Weile und beantworte Fragen, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Das heißt, ich habe so ein kleines bisschen Ahnung von meinem Fachgebiet. Arroganter Moment. Gut. Oder was? Sind manche Förster nicht richtig ausgebildet oder was reitet die sowas in ihren Wäldern zu dulden? Geld. Ja? Also wenn sie entweder sind sie nicht richtig ausgebildet, das mag sein, oder Geld. Vielleicht sollte auch für Privatwald, oder es ist Privatwald, genau. Vielleicht sollte auch für Privatwald ein wenig mehr Schutz gelten. Für den Wald, versteht sich, nicht für die Geschäftemacher. Es gibt ja viele, viele Vorgaben, inzwischen durchaus einige Vorgaben, was der Privatwaldbesitzer mit seinem Wald so tun darf und was nicht. Eine der schönsten und wichtigsten und tollsten Sachen, die auch wirklich eine gute Idee war, bin ich froh, dass das im Gesetz steht, ist zum Beispiel die Pflicht zum Wiederaufforsten. Du kannst dir also keinen Wald kaufen, den platt machen und dann nichts Neues hinpflanzen, sondern du bist in jedem Fall verpflichtet, innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit, für Waldverhältnisse sowieso sogar sehr kurzer Zeit, dafür zu sorgen, dass sich da ein neuer Wald etabliert. Außerdem darfst du zum Beispiel keinen großen Kahlschlag machen als normaler Privatwaldbesitzer. In den allermeisten Bundesländern, ich meine inzwischen sogar in allen, gibt es ein grundsätzliches Kahlschlagverbot ab einer gewissen Größe. Wie groß ein Kahlschlag ist, da kann man sich jetzt streiten. Aber wenn du ganz viele kleine Kahlschläge nebeneinander machst, dann kommt auch die Forstbehörde und tritt dir an Stellen, wo es weh tut, weil so verarschen lassen die sich jetzt auch nicht. Das ist ja kein Kahlschlag. Gucken Sie mal, da steht eine Reihe Bäume dazwischen. Dann erst kommt die nächste Kahlfläche. So verarschen lassen die sich nicht. Also das sind so wirklich gute, gute Regularien für den Privatwaldbesitzer. Ob man jetzt zum Beispiel ein Verbot des Anpflanzens von Fichte ab diesem Jahr, ob sowas eine gute Idee wäre. Ehrlich gesagt würde ich sagen, wenn man jetzt das ein bisschen einschränkt, zum Beispiel sagt, okay, du kannst noch Fichte pflanzen ab 800 Höhenmetern, ja, über dem Meer, sowas. Oder wenn du nachweisen kannst, dass du es mit einem super kalten Mikroklima zu tun hast. Oder sonstige gute Gründe, oder Fichte im Mischbestand mit anderen Baumarten. Das funktioniert auch noch. Aber der Fichtenreinbestand, dass man den noch anpflanzen und oder tolerieren kann, dass er sich also von alleine entwickelt, das wäre nämlich das Nächste. Wenn du irgendwo eine Fichtenfläche hattest, die hat dir jetzt der Käfer gefressen, was wächst da als Nächstes? Vermutlich nochmal Fichte. Ja, und drum, so einfach ist es nicht. Wenn du einfach nur sagst, Fichte pflanzen verboten, dann kommt sie trotzdem. Sondern man müsste dann schon, wenn man jetzt radikal genug sein wollte, ich habe das Gefühl, da ist ein Tier. Naja, wahrscheinlich nur ein kleines. Das wirklich jetzt zu sagen, dass man keine Fichte mehr pflanzen darf, also erstens mal macht man sich nicht nur Freunde, im Gegenteil, gerade in der Forstpartie, gerade in der traditionellen und in der Privatwaldwirtschaft. Ja, gerade da sitzen nämlich die Leute, die der Meinung sind, einmal Fichte geht noch. Ja, einmal Fichte geht auch noch, aber sie geht nicht sehr lange. Ja, das ist der große Knackpunkt. Und sie wird auch nicht sehr, sehr lange im Sinn von hoch und auch nicht sehr dick. Aber du kannst schon noch mal Fichte hochwachsen lassen, ein Stück weit. Aber es ist halt wirtschaftlich völliger Unsinn, weil dann sind die Bäume wieder weg und dann musst du wieder einen neuen Wald anpflanzen. Und der ist nicht alt, er ist nicht dick, er ist nicht hoch, er ist nicht klimaförderlich, er ist nicht schön. Also jedenfalls nicht so schön, wie ein richtig großer, alter Wald mit dicken Stämmen sein kann. So. Jetzt muss man mal gucken.
Ja, ich denke, den Rest spare ich mir, weil der Rest hat jetzt keine Sachen, die ich noch kommentieren muss drin. Ihr habt es ja gesehen und damit bin ich, glaube ich, durch. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Kommentar. Das war mal durchaus erfrischend, sehr kritisch, aber ja, ist ja in Ordnung, ne? Das ist ja okay. Solange da niemand beleidigt wird und keine bösen Schimpfwörter oder sonstiges oder ja, generell einfach kein allzu starker Hass da durchschlägt durch die Zeilen, das hat man ja auch manchmal, ist das völlig legitim. Kritik immer gern. Ja? Übrigens grundsätzlich auch an mir, aber dann bitte mindestens in einer ähnlichen Formulierung, wie jetzt zum Beispiel dieser Kommentar gewesen ist. Das wäre schön. Ja, und ich hoffe, da konnte ich jetzt ein kleines bisschen was erklären. Viele Dinge sind halt sehr wirtschaftsorientiert. Das ist einfach so. Ja? Nochmal, das muss man überhaupt nicht gut finden. Da hat jeder das Recht, das scheiße zu finden. Man muss sich halt nur einfach klar machen, wenn Holz in Deutschland zu teuer wird, dann hat das Konsequenzen, nämlich dann wird es woanders herkommen. Oder man nimmt stattdessen Plastik oder Beton oder was auch immer. Es ist halt einfach zu simpel gedacht, einfach zu sagen, wir lassen unsere Wälder in Ruhe und dann ist bei uns schön und alle anderen können machen, was sie lustig sind. Wir kriegen ja unser Holz schon auch aus Übersee im Zweifel. Ja, das ist halt, das kann man schon theoretisch so machen. Jetzt tun wir mal nicht so, als wäre das unmöglich. Das würde wahrscheinlich schon irgendwie eine Zeit lang funktionieren. Es ist halt einfach verantwortungslos, schlicht und ergreifend. Und ich habe da keine Lust mitzumachen. Ich hätte gerne, wenn schon Globalisierung gibt, als es die noch nicht gab, war sicherlich auch nicht so verkehrt. Aber jetzt gibt sie, man kann sie nicht rückgängig machen. Ich befürchte, das dürfte sehr schwierig werden. Und auch im Rahmen von einem hoffentlich einigermaßen wieder in einem erträglichen Status bringbaren Weltfrieden, ist es sicherlich auch ganz hilfreich, wenn nicht ein Land sagt, wir machen hier jetzt volle Kanne unsere eigenen Ressourcen nicht mehr benutzen und dafür hätten wir gerne eure. Weiß ich nicht. Ja? Grundsätzliche Überlegung. Ja? Schreibt dazu was in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, wünsche ich euch in jedem Fall trotzdem einen schönen Resttag, wie auch immer, der sich noch gestalten wird. Oder ja, was halt noch ansteht. Ne? Viel Spaß dabei, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bedanke mich fürs Reinschauen und tschüss.